Wir würden jetzt über den Aufbau einer Fraktion sprechen, das haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Thematisch soll es auch um sowas wie Profilzeigen gehen und wie man auch als Oppositionspartei sich organisiert und im Parlament einbringt. Da das eben manchmal ein bisschen chaotisch wurde, würde ich einfach eine Redeliste machen, also einfach kurz Handzeichen und ich notiere euch dann. Was? Die mit Moderation? Ja. Ach, du Scheiße. Ja, ich weiß nicht, wer von euch anfangen möchte. Ich glaube, das ist mein Job, weil ich ja irgendwie so dieses Verwaltungsding mache. Wo soll ich anfangen? Aufbau einer Fraktion. Oh Gott. Erstens muss man feststellen, dass Landtage komplett unterschiedlich sind und dann man das nicht so generell sagen kann, aber ich kann ein bisschen von meinen Erfahrungen schildern. Und es fängt davon an, dass ihr natürlich Personal suchen müsst. Das ist A und O, ohne Personal läuft gar nichts. Ihr solltet dann wahrscheinlich auch gleich anfangen mit einem vernünftigen Fraktionsgeschäftsführer. Das sollte das Erste sein, was ihr besetzt. Mir wurde damals geraten, aus Berlin jemanden zu nehmen, der nicht Mitglied der Partei ist. Ich halte es für falsch. Nee. Danke, Stefan, das wollte ich gerade sagen. Aus Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, muss ich dem krass widersprechen. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass ihr Stelle des Fraktionsgeschäftsführers mit einem Piratengesetz, weil der zumindest weiß, wie die Abgeordneten ticken und sie auch kennt. Und er muss durchsetzungsfähig sein, also sprich auch irgendwie das Standing haben, mal also einem Abgeordneten vor so ein Schienbein zu treten, wenn er Kacke baut. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Und weil der im Prinzip der Vertreter oder derjenige, der ist, dann auch irgendwie mit den Mitarbeitern viel zu tun hat und kommuniziert und die Personalverantwortung hat. Also das ist eine sehr zentrale Stelle, die auf jeden Fall mit jemandem besetzen sollte, der halt ein gutes Standing hat in der Partei, auch gegenüber den Abgeordneten und da halt auch wirklich pushen kann und natürlich die Fachqualifikation hat. Also es ist so ein, wir hatten Glück mit unserem Fraktionsgeschäftsführer. Ich glaube, andere Fraktionen nicht so. Ich wollte gerade sagen, würde das jetzt gar nicht zwingend unterstützen. Wir haben jemanden gefunden, der nicht der Partei ist und da war es so, der kennt halt das Geschäft des Landtages schon und ich glaube nicht, dass ein Pirat das anders oder besser gemanagt hätte als das. Also ich glaube, das läuft bei uns ganz gut mit jemandem, der nicht in der Partei war. Gegenargument, ich glaube, dass den Landtag kennenlernen und seine Strukturen bis zu wenigen Wochen drin. Du hast keinen großen Vorteil dadurch, dass jemand nimmst aus den Strukturen nach heraus. Das ist, auf Referentenebene ist das was anderes, aber nicht in der Geschäftsführung. Ja. Entschuldigung. Gleich gesprochen. Aber nochmal ein Gegenargument. Ich würde beim Fraktionsgeschäftsführer, der aus der Partei kommt, sehe ich das Problem, man kennt sich schon, man ist per Du. Mhm. Und die Hemmschwelle, den so jemanden irgendwie quer zu kommen, ist glaube ich niedriger. Also ich finde das ganz gut, dass der bei uns von extern kommt und dass der einfach da einen hoch aufgehängten Posten hat, dass der Umgang da ja ein geschäftlicher ist. Also ja, hat alles bestimmt für und wieder, aber... Ja klar, aber im Endeffekt müsst ihr entscheiden. Also ich persönlich würde das genauso machen, wie wir es bisher gemacht haben, weil das viele Vorteile für uns hat im Prinzip. Du hast halt einfach Abgeordnete da und jeder pocht irgendwie auf die Freiheit des Mandates und whatever. Die müssen zusammenarbeiten. Wenn du dann niemanden hast an so einer Stelle, zentralen Stelle, auch gerade auch irgendwie dem Rest der Mitarbeiter gegenüber, der auch mal da intervenieren kann bei so Abgeordneten, ohne halt irgendwie Schiss dazu vorzuhaben, dass er irgendwie seine Chefs da gerade ankarrt. Das ist halt immer das Problem, wenn du jemanden extern einstellst, der das nicht das Standing hat, hat er immer diese Schere im Kopf nach dem Motto, oh, das sind meine Chefs, also kann ich nicht gegen die arbeiten. Und das funktioniert nicht. Du brauchst jemanden, der dann einfach durchsetzungsfähig ist und halt auch mal auf den Tisch schauen kann. Ja, das ist meiner Meinung nach. Also ob der jetzt von extern kommt oder nicht, aber die Eigenschaften sollte er haben. Ja. Dann müsst ihr euch gucken, Budgetplanung ist ganz wichtig, sollte man als erstes dann machen, damit ihr wisst, wie viel Referenten und so weiter ihr alles einstellen könnt. Da könnt ihr auch sicherlich Hilfe von anderen Fraktionen bekommen, die haben auch viel Erfahrung. Gerade auf der Arbeitsebene läuft bisher bei den Fraktionen sehr guter Arbeitsaustausch in der Geschäftsführerebene. Die profitieren sehr stark voneinander und machen auch viel, die treffen sich regelmäßig. So, was soll ich noch erzählen? Erwartet, dass so ein Aufbau einer Fraktion ein langwieriger, mühsamer, anstrengender und nervenaufreibender Prozess ist. Ihr braucht zum Beispiel Ewigkeiten, damit ihr irgendwas funktionsfähige IT auf dem Start habt und sonst wie erst eine Brückenlösung.
ihr habt so viele Dinge, die ihr gleichzeitig erledigen müsst, dass ihr halt irgendwie immer alles irgendwie lange laufen. Eigentlich müssen es die Angestellten erledigen. Ja, also ich meine mit ihr als Fraktion. Also meine Erfahrung ist halt, dass halt, wenn man zu spät anfängt, Personal einzustellen, dann kümmern sich die Abgeordneten viel zu sehr um Detailscheiße der Verwaltung. Ja. 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 Und also ich finde es einfach lächerlich, wenn irgendwie Abgeordnete plötzlich anfangen müssen, irgendwie sich um die IT zu kümmern, dann sollen sie halt jemanden für einen stellen, der sich darum kümmert. Ja. Ja. Und das ist, also brauchst aber auch dann die Fähigkeit der Abgeordneten dann auch mal loszulassen. Ja. Ja. Die braucht es aber zu jedem Zeitpunkt. Ja, übrigens. Ja. Kann ich ihn unterstützen. War das jetzt ein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe? Nee. Einfach nur meine Bestärkung, du Vollhorn. Ach, danke. Sehr gerne. Immer noch gerne, Stefan. Das ist schon nicht wichtig. ja. Wie gesagt, Personal solltet ihr möglichst schnell ranholen, weil es auch die Arbeitsfähigkeit der Fraktion in allen eben qualitativ und so weiter erstärkt. Wir haben die ersten Wochen mitbekommen, wir haben es als 6 Abgeordnete hat irgendwie vor uns hingerödelt, das dauert ja erstmal so ein Prozess, bis ihr Personal habt, dass die Horde, ihr kriegt das halt auch nicht gebacken, wirklich alles auf die Reihe zu kriegen. Personal ist echt wichtig. Wie viel habt ihr da? Es kommt zwar auf die Fraktionsmittel, wir haben knapp 600.000 Euro im Jahr. Ich weiß nicht, wie viele Leute. Ich lass mich mal aussehen. wir haben bei uns einen Fraktionsgeschäftsführer, dann haben wir einen in der Sekretariat, dann haben wir 4 Referenten, einen Pressesprecher, was war die Fraktion? Geschäftsstelle? IT. IT haben wir eine halbe Stelle und das war's. Ich hab 8 Leute. Ja. Noch, noch einen weiteren. Wir haben noch einen Werkstudenten, der so ein bisschen IT macht und halt so Audioschnitt und so ein Blabla und die Podcasts auch arbeitet. Okay. Wir sind knapp 70, glaube ich. Ich weiß, es gibt auch ein bisschen mehr Geld und jeder Abgeordnete kriegt ja aber auch noch Kohle und so einen Scheiß. Ja. Also von uns wird ja auch erwartet, dass wir so viel leisten wie eine NRW-Fraktion, was halt auch irgendwie, das ist der Anspruch, der teilweise da ist. Aber das kannst du halt nicht irgendwie vergleichen damit. Ja, guck mal ins Saarland. Ja. Obwohl die Werke lustig für sich. Nee, aber generell stimmt das, was Torge sagt, auch für die größere Fraktion umso mehr. Das ist echt das Erste, womit ihr euch beschäftigen müsst, mit Personal. Das ist wirklich das Allererste, was zu erledigen ist. Wenn ihr anfangt, mit den Abgeordneten Dinge zu erledigen, die eigentlich Aufgaben für das Personal sind, dann... Kaffeemaschinen kaufen. Dann IT-Plan. IT-Plan, ja, ja, wir haben... Ist okay. Wir haben das ja gelernt. Dann wird es einfach auch albern. Man vernichtet einfach wichtige Zeit. Und dieser Aufbau der Fraktion ist halt, wie Torge schon sagte, nervenaufreibend. Und man muss sich einfach mal überlegen an der Stelle, also bei uns, wie gesagt, 70 Leute ungefähr, dass man in unserem Fall ein mittelständisches Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut hat. Das ist einfach so. Und das geht nicht spurlos, das geht nicht einfach. Da passieren viele Fehler, da gibt es Reibereien auf dem Weg dahin, da wird Energie verbrannt ohne Ende. Also deswegen ist es umso wichtiger, mit dem Personal wirklich anzufangen, sich wirklich von vornherein darüber klar zu sein, was kommt da auf uns zu, welches Budget haben wir, das sind so die Fragen, die ihr zuerst klären müsst. Dann Geschäftsführer einstellen, würde ich Torge auch recht geben. Als allererstes, weil der muss das Budget machen. Und der muss nämlich das Budget machen am Ende, genau. Der muss sich damit eklatant wirklich explizit auseinandersetzen und dafür sorgen, dass die Planung läuft. Sepp? Nein, ich wollte nur Kevus Bescheid geben, was ich auch noch mal bestellen will. Ja, danke. Ich würde es eher vom Quantitativen zum Qualitativen gehen. Was für Qualifikationen sind denn unbedingt notwendig bei den Mitarbeitern? Gibt es also. Kommt davon, was sie haben wollen. Was sie sitzen können. Gibt es halt völlig unterschiedliche Anforderungsprofile, je nachdem, was der Job ist. Ja, was ihr halt haben wollt, müsst ihr das natürlich vorher überlegen und definieren, was ihr haben wollt. So einfach ist das. Also, und dann sucht ihr Leute mit Qualifikationen dazu. Das Bild Geschäftsführung muss Personalführung können. Und Buchhaltung. Und Buchhaltung, zum Beispiel in Berlin macht das haben wir das auch gleich im Steuerbüro? Ja, machen wir auch, ja. Aber er muss zumindest halt. Referentinnen und Referenten müssen halt in ihrem Fachgebiet arbeiten können. Die müssen halt in der Lage sein, irgendwie Deutsch klar leserlich zu schreiben, so wie es klingt. Sie müssen in der Lage sein, den Abgeordneten, also mit denen zu kommunizieren, auch mal 5 Sachen gleichzeitig zu machen. Ja. Das ist halt wichtig. Das ist halt.
du kannst, also als Referent, ich habe das oft, dass ich irgendwie ein Projekt habe und dann kommen halt am Tag noch drei Sachen mit dazu. Und die müssen halt, die haben aber, sind alle gleich wichtig. Also müssen wir als Referenten auch Prioritäten setzen und dann sagen so, das geht jetzt nicht mehr. Oder wenn ich das jetzt mache, fällt das hinten runter. Und dann muss man auch Abgeordnete haben, die es akzeptieren. Das ist ganz wichtig. Ja. Also die Referentinnen und Referenten sind somit das Herzstück einer Fraktion. Das dürfen viele nicht wissen, weil also weder Kai noch Tor können sich hinsetzen und einen Gesetzentwurf von der Pike auf durchschreiben. Die können mir aber sagen. Davon habe ich nie gelernt. Die können mir halt sagen, als Referenten, so, hier, ich will ein Gesetz haben zu jetzt, ich sage jetzt mal ganz blöd, zum Beispiel jetzt transsexuellen Gesetz, ja, und eine Bundesratsinitiative haben. Hier ist ein Papier von einem Verband, das finden wir gut, das möchte ich das Gesetz haben. Dann habe ich eine Arbeitsanweisung, eine Grundlage, habe eine politische Richtung von dem Abgeordneten vorgegeben bekommen, wo es hingehen soll, schreibe ihm das fertig, legt ihm zu sagen, da ist es, dann sagt er, du, die Stelle gefällt mir nicht und die auch nicht, bitte nochmal überarbeiten, dann nehme ich das zurück, überarbeite das nochmal und gebe es ihm, dann hat er nachher das Gesetz geschrieben, weil sein Name steht nachher drunter und nicht meiner. Und er hat auch die Verantwortung dafür und nicht ich als Referent. Das ist halt ganz wichtig. Also es ist auch ganz wichtig, dass niemals die Referenten für die Arbeit, die sie abliefern, verantwortlich werden, wenn wir die Abgeordneten sie abgenommen haben. Ab dem Zeitpunkt sind die Abgeordneten zuständig. Also sie, weil nachher ist auch ihr Erfolg oder ihr Misserfolg und nicht meiner. Und dann braucht man natürlich auch Bürokräfte. Also wir haben in Berlin, haben wir in der Geschäftsstelle auch Bürokräfte sitzen, die halt irgendwie Personalabrechnungen und sowas zusammen mit der Geschäftsleitung machen, die das Plenum mit vorbereiten, also irgendwie halt all solche Dinge. Also auch das braucht man. Und dann hast du halt natürlich, klar, die haben ein anderes Anforderungsprofil als ich als Referent. Und ich habe ein anderes Anforderungsprofil als die IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, das ist ganz klar. Also ich meine, wenn ich einen IT haben will, dann will ich einen Sysadmin haben, der in der Lage ist, auch nachher mit den Menschen, mit denen er arbeiten muss, einen klaren Satz zu wechseln. Ja, also ich kann noch so einen geilen Nerd haben, wenn er nicht mit den Leuten sprechen kann und ihnen an ihrem Rechner hilft, weil es nämlich auch ihr Job im Support zu machen zum Beispiel, dann ist der halt nicht dafür geeignet für die Stelle. Völlig offensichtlich. Ne? Also ich will eigentlich einen Admin mit First Level Support haben. Da muss ich also einen Nerd haben, der in der Lage ist. Bezahlbar und, und in der Lage sein muss, er halt mit Menschen zu kommunizieren. Genauso kann ich noch so einen geilen Referenten haben, wenn er nicht in der Lage ist, also der total kluge Sachen denken kann, wenn er die Sachen nicht aufschreiben kann. Dann bringt der mir nichts. Ja. Ja? Ich kann jemanden haben, der super gut Budgets machen kann, wenn der von Personalführung keine Ahnung hat und einfach nur rumpöbelt den ganzen Tag. Beim Personal, dann ist es keine geeignete Geschäftsleitung. Ihr müsst darauf achten, dass auch die Menschen menschlich zueinander passen. Ihr müsst halt ein Team spielen, das ist halt total wichtig. Und auch da, ganz wichtig, die müssen sich die Abgeordneten einfach manchmal auch ein bisschen zurücknehmen, was das betrifft, so der Umgang mit... Also Eitelkeiten kannst du nicht geben. Oh, genau. Ja. Moment. Also kannst du geben. Kann ich geben, darf es nicht geben. Soll es nicht geben. Okay, also das ist auch relativ wichtig. Also ihr seid dann Chefs. Ja, ihr seid Chefs, das ist glaube ich auch was viele lernen müssen an der Stelle. Ihr seid einfach diejenigen, die das Sagen haben an der Stelle. Und Fürsorgepflicht was, haben. Ja, Fürsorgepflicht das, haben. Was ich auch wichtig finde, ist, wenn da eine Gruppe von Abgeordneten gewählt ist, ihr müsst fortan wissen, ihr müsst durch diese Legislaturperiode zusammen. Und es bringt euch nichts, wenn ihr da euer eigenes Ding reitet, ihr müsst da zusammen durch. Also das ist, glaube ich, auch die wichtigste Botschaft. Diese Teamansage, das muss ein Team sein. Und das muss im Prinzip auch schon ein Team sein bei den Abgeordneten. Und hinterher ein großes Team mit den Mitarbeitern. Genau. Und ich meine, so wie es jetzt klingen mag, da kann man jetzt ganz viele Seminare machen und sich vorher treffen und alles. Bullshit. Das ist verschwendete Zeit. Bin ich fest von überzeugt. Das ist auf der Liste steht zum Beispiel Finanztagswahl Hessen, die können sich vorher noch so viel treffen, sie arbeiten dann noch nicht zusammen in dem Augenblick. In dem Augenblick, wo ihr Büros nebeneinander habt, entstehen völlig neue Gruppendynamiken. In dem Augenblick, wo ihr mehrere Wochen zusammen auf einem Haufen sitzt, entstehen völlig neue Gruppendynamiken, die vorher gar nicht absehbar sind. Da kann man noch so viel vor sich getroffen haben und irgendwie Wochenenden verbracht haben, um irgendwie zusammen Teambuilding zu machen. Es ist für alle eine neue Situation, weil, und das ist auch so, das ist meine Erfahrung mit allen, die ich kenne in der Piratenpartei, die in ein Mandat gewählt worden sind, also ab Landtag, die Menschen verändern sich. Das ist nicht schlimm, das passiert. Einige bleiben ziemlich gleich und machen es im Detail,
andere kriegen krasse Ego-Flüge. Alles dabei. Und das kann man auf dem Vorfeld nicht absehen, was da passieren wird. Ja, und dann ist aber auch dann mit an der Partei irgendwie mit den Leuten freundlich darauf hinzuweisen, du, das finden wir nicht so geil, was du da jetzt dran machst. Was denn? Dein Riesen-Ego so plötzlich raushängen lässt. Ja, Kai, weil du keine Hose mehr trägst, Kai, ist es eh ganz komisch geworden mit dir. Ja, aber das kann man auch freundlich dann tun. Also es ist halt, ich glaube, auf Jagdworten ist dann total schlimme Situation, wenn plötzlich so ein ganzer Landesverband auf die einfliegt, weil irgendwas nicht passt. Also das sind halt immer noch Menschen. Ne? Genau. Also ich merke das ja täglich, also wenn mir mich anpisst und ankackt, dann mauere ich. Das ist eine natürliche menschliche Reaktion. Aber du bist doch jetzt abgeordnet, du darfst nicht mauern, du musst mir zuhören. Ja, und das ist halt auch ein großes Problem, meiner Meinung nach, was die Piratenpartei hat. Die haben jahrelang auf englischen Abgeordneten eingedrescht, andere Parteien, und schaffen es halt nicht, das bei den eigenen freundlicher zu tun. Und das führt zu ganz großen Problemen. Versucht sachlich, ordentlich und auch völlig menschlich korrekt mit euren Abgeordneten umzugehen. Erwartet von denen keine super Taten, super Heldenfähigkeiten oder sonst wie. Nein, sondern versucht euch mal ein bisschen in deren Situation hineinzudenken und halt einfach menschlich mit umzugehen. Dann klappt das auch deutlich besser mit der Zusammenarbeit, auch mit der Basisdemokratie und so. Ah, ich hab doch echt dieses Kostüm gekauft. Okay, jetzt habt ihr angesprochen, also Stefan, du hast angesprochen von wegen vorher treffen ist scheiße. Also nicht so, also du sagst, so diese Teambuilding-Sachen sind irgendwie verschwendete Zeit. Die Frage ist doch, ihr habt aber vorhin auch gesagt, man müsse ein Profil finden für eine Fraktion. Also dass man ein politisches Profil in irgendeiner Form findet, ist denn da nicht, muss man sich doch als diejenigen, die auf eine Liste gewählt wurden, wenn sie denn da sind, eigentlich schon vorher mal darüber einig werden, vor der Wahl, oder? In irgendeiner Form. Wer macht das Programm? Macht das Programm die Fraktion oder die Partei? Wenn die Partei kein Profil hat, die Fraktion auch kein Profil, ganz einfach. Weil wenn du ein beliebiges Wahlprogramm hast, bist du eine beliebige Partei. Dann hast du auch kein Profil. Und du meinst, dann ist es sinnvoll, sich im Vorfeld als Abgeordneter und dann rennt man gleich als beliebig ins Parlament? Es liegt auch am Landesverband, was er jetzt für Entscheidungen trifft, wen er dahin wählt. Ob er Menschen mit Profil auf die Liste wählt oder ohne Profil. Der kann ganz profillose Menschen nach oben wählen, dann ist es halt profillos. Die werden auch keins mehr kriegen, so schnell. Also wo soll das denn herkommen? Wo soll denn vom halben Jahr plötzlich eine politische Grundsatzentscheidung herkommen von Leuten, die letzten Jahre einfach keine getroffen haben? Das kommt ja nicht aus dem Nichts. Das ist ja ein Prozess, der dauert mal ein paar Jahre, bis man sich politisch positioniert im Regelfall. Und die Partei hat die Möglichkeit, durch ihr Programm ganz klar Richtung zu geben. Ja, also kann man ganz klar sagen, wir sind eine linke Partei zum Beispiel jetzt. Das haben wir in Berlin getan in unserem Programm. Wir haben halt ein sehr linkes Programm, also im BGE ist eine linke Position, unsere Geschlechterposition ist eine sehr linke Position, jetzt nur um zwei Beispiele zu nennen. Das sind halt beides linke Positionen. Und man muss halt mal akzeptieren, was man für Beschlüsse getroffen hat. Und das ist nämlich das Geile, das erlebe ich nicht nur in Hessen, auch in anderen Landesverbänden. Man trifft ganz klare Beschlüsse, die eine ganz klare politische Richtung aufzeigen und weigert sich, die anzuerkennen, diese politische Richtung. Das ist total lustig. Ja. Weil ich habe es auch noch nirgendwo so abstrus erlebt wie bei unserer Partei. Wir haben ganz klare Richtungsentscheidungen schon längst getroffen. Ja, vorne halt nett, Alter. Ja. Lass mich träumen. Ja, man muss auch mal überlegen, was dieses. Weil nicht links, nicht rechts, sondern vorne, das heißt nämlich, dass man Mitte ist und Mitte ist immer konservativ. Punkt. Also es gibt keine nicht konservative Mitte. Das ist halt auch was viele vergessen. BGE ist links, aber auch selbst sowas wie öffentlicher fahrscheinloser ÖPNV. Das ist auch eine linke Position. Egalität, Mobilität für alle. Haben wir nicht linke Position? Nein, wir haben keine nicht linke Position. Ja, muss echt haben. Aber es muss einfach mal, also die Partei muss das einfach mal anerkennen, dass sie schon längst sich positioniert hat in eine Richtung. Und nur weil unsere Gründerväter dieser Partei das mal abgelehnt haben. Gucken kann. Ja. Nein, ja. So, ja, ich muss das mal sagen, mir ist das relativ egal, was ihr in Berlin macht. Ja, das ist schon in Ordnung. Ich bleib vorne. Ihr habt doch auch ein linkes Wahlprogramm in NRW, ist total lustig. Details. Ja, also auch jetzt so die Beschlüsse, die wir bis jetzt schon für die Bundestagswahl getroffen haben, als Beispiel für das Wahlprogramm, das sind auch linke Positionen. Unser halbes Grundsatzprogramm ist irgendwie voll mit linken Positionen.
Ja, und das ist so, und das ist auch die Wahrnehmung übrigens, das ist sehr spannend, also wenn ich mich außerhalb Berlins mit Menschen unterhalte, was ich wichtig finde, weil Berlin ist irgendwie immer so merkwürdig. Auch außerhalb Berlins, die Leute sehen uns, also ich habe Leute in Bayern, in der Oberpfalz, die sehen uns als eine linke Partei. Das sind wir auch. Ja, aber sehen die Berliner als linke Partei oder die Piraten? Genau, das Geile ist, die bayerischen Piraten sehen es vollkommen anders. Die sehen sich halt nicht als, also teilweise, also die, also teilweise schon, teilweise halt nicht. Und die Kommunikation nach außen ist halt irgendwie so, wir sind keine linke Partei. Aber die Leute nehmen die Piratenpartei als eine linke Partei wahr. Und als eine liberale Partei. In Baden-Württemberg. Also ja, eigentlich wollte ich den Begriff ja nicht mehr verwenden, eine freiheitliche Partei. Ja, ja, es gibt auch Bestrebungen, eindeutig, die jetzt wieder von einigen prominenten Piraten Richtung Leistungsgesellschaft gehen, ja, und andere Sachen, also die halt in diese wertkonservative Ecke reindringen, wobei ich grundsätzlich mit diesen Begriffen links, rechts und so weiter so meine Probleme habe, die sind zu pauschal. Aber bis jetzt ist das, was du sagst, liegt auf dem, was zum Beispiel die Linke oder zum Teil der linke Flügel der SPD oder so sagt. Also insofern kann man von links und rechts sprechen. Die Grünen sind ja auch ein bisschen. Die Grünen sind ja auch so eine neue Mitte geworden. Wie war das so schön? Also eine bürgerliche Lifestyle-Partei der bürgerlichen Mitte. Ja. Ach, ich kenne, du musst losgreifen. Das stand von irgendeinem so CDU-Bericht oder so. Es gibt eine Frage. Oh, wow. Ja, also ich hätte dann nur mal so die Frage, wenn man. Es gibt ja Parteien, die sich selbst als links bezeichnen. Das ist in Deutschland die SPD, die Grünen und die Linke. Die sich als links bezeichnen. Lass mich einmal zu Ende sprechen. Ja, die bezeichnen sich so. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sinnvoll ist es in dem Spektrum jetzt noch zu fischen, beziehungsweise sich als bessere Grüne, als bessere SPD oder als bessere Linke darzustellen? Oder ist es nicht sinnvoll, innerhalb der Linken von mir aus sogar eine gewisse Alternative aufzuzeigen? Das ist die Frage. Möchtet ihr beantworten? Ich möchte gerne, es gibt, darf ich kurz darauf antworten. Also erstmal wichtig ist, die SPD sieht sich als die neue Mitte an. Und zwar schon seit Schröder. Die sieht sich nicht mehr als linke Partei an. Das ist ganz wichtig. Also die Spitze zum Beispiel. Selbst wenn sie sich als linke Partei ansieht, heißt es nicht, dass sie es ist. Genau, heißt nicht, dass sie so handelt. Ja. Die Linke ist, muss man gucken, ob man im Osten oder im Westen gerade ist, wenn man sich die Linke anguckt. Aber es kommt jetzt nicht. Ne? Weil im Westen ist sie nämlich teilweise total konservativ, die Linke, also die ehemalige WASG. Mhm. Und die Grünen, das ist noch, die haben sehr geile linke Beschlüsse getroffen, also emanzipatorische Beschlüsse, aber führen sie halt nicht durch. Also sie, halt, also sie haben es halt aufgeschrieben, aber ignorieren es halt auch. Ja, also das ist so, und also deswegen, und das ist, ich glaube halt, wenn man versucht, sich immer wieder in anderen Parteien zu messen, ja, ist es halt, dann ist es, wir sind so, wir sind die besseren Linken, macht keinen Sinn. Ah, man kann ganz klar sagen, so, liebe enttäuschte SPD-Wähler, guckt uns das kurz an. Wir haben hier mit BGE und Bundesnetzbrückentechnologie haben wir den Weg für uns aufgezeigt. Wenn ihr das wollt, kommt, wählt uns. Liebe Linksparteiwähler, wir haben mit unserem Programm BGE und öffentlicher Personennahverkehr ganz klar eine Gesellschaft auf dem Schirm, in der man sich frei bewegen kann. Und zwar jeder unabhängig von Einkommen. Wenn ihr das auch gut findet, kommt zu uns. Und wir können mit den Positionen, die halt ein linkes Klientel ansprechen, im Endeffekt. Aber, das ist nämlich auch das Spannende daran, auch sagen wir mal, das, was man heutzutage Mitte nennt, ja, das ist, ich finde das mit diesem Begriff sehr kritisch, kannst du halt natürlich auch noch weiter, kannst auch noch Wähler abgreifen, aber was wir halt nicht kriegen werden, das muss, glaube ich, klar sein, sind irgendwie CDU-Wähler. Die werden wir nicht kriegen. Ja, das, und die wollen wir aber auch gar nicht. Björn? Also das geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Letzten Endes ist dieser Wunsch der Parteien, immer mehr der bürgerlichen Mitte oder mit der Wählermehrheit sozusagen zuzustreben, hat halt auf an den Rändern. Und das, deswegen ist mir diese horizontale Ebene nicht genug. Also im sozialen Bereich, im Sozialpolitikbereich riesen Lücken hinterlassen, wo die einfach nicht mehr bedienen. Ja. Ja, und deswegen, und viele Leute sind in diese Partei eingetreten, weil sie da mitwirken wollen, dass das soziale Thema wieder mehr bedient wird. Und da auch bei den Liberalen, ich meine, wir haben ja keine ernstzunehmende liberale Partei in diesem Land. Das sind wirklich Lücken einfach. Und das ist das, wo viele bei uns für arbeiten, dass da wieder eine ernstzunehmende Partei ist, die man wählen kann, die halt soziale Themen bedient. Das ist das, was ich denke, was hier passiert, weil alle ganz identitätslos die Mitte bedienen wollen.
Ja. Waren wir noch bei der Fraktionenbildung? Oder? Ja, wir sind vielleicht schon wieder ins Politische abgerutscht. Ich dachte, wir reden jetzt über Verwaltung und Strukturen. Was richten sich denn eure Fragen? Das ist schon weg. Wollt ihr was noch zu Strukturen und Verwaltung? Ich wollte nur gerne sagen, dass ich mit diesen Begriffen, wie sie gerade gefallen sind, grundsätzlich meine Probleme habe. Das eine ist, wenn wir abschweifen, weil ich meine, wir haben eine Wählerschaft, die uns aus genau dem Grund findet, jetzt komme ich zum zweiten, dass wir nicht links, rechts irgendwas sind, sondern dass sie von uns erwarten, dass, weil bisher erwarte ich, wenn ich sage, eine linke Partei, sie wird nie mit den Rechten stimmen oder umgekehrt. Und von uns erwartet man, dass wir sachmäßig einfach zuhören und dann eben sagen, Mensch, also der Antrag von der CDU, der ist eigentlich gut, da stimmen wir mit. Und deswegen habe ich ein bisschen Probleme mit diesen Positionierungen. Ja, das ist eigentlich das, was ich denke, was die Leute von uns erwarten und auch was wir selber sind. Ja, also dass wir eben grundsätzlich uns Argument anhören und nicht sagen, wenn es jetzt nicht gerade die NPD ist, da stimmen wir jetzt dagegen, weil es jetzt der andere Block ist. Das finde ich viel entscheidender, als irgendwie uns einzunordnen und zu sagen, wir sind spannend für die SPD oder für die auch immer. Also ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht dazu später noch eine halbe Stunde, Stunde so einplanen, weil das scheinbar doch viele hier interessiert, so auch mit Ausrichtung und sowas. Jetzt würde ich aber doch gerne bei diesem Strukturending bleiben. Du wolltest das fragen? Genau, ihr sagtet, Personal ist das Wichtigste. Wenn man dann sagt, okay, nach der Wahl hat man dann noch 4-5 Wochen bis zur ersten Sitzung. Okay. Erst danach kann man ja meistens Leute einstellen, wenn man dann in Fraktion sein kann. Ja. Das heißt aber nicht daran, dass ihr schon suchen könnt, Leute. Also, genau. du suchst sozusagen direkt ab Wahltag. Ey, natürlich! Attacke! Genau. Ja. Alles, was ja nicht sofort erledigt, man hat ja noch die meiste Zeit für Sorgenschreiben. Auch dann geht es natürlich los mit richtig Politik machen und sowas. Und ihr werdet zugespammt mit Sachen. Ihr solltet jede Zeit. Es gab einige Fraktionen haben sowas gemacht wie anonyme Bewerbung oder ähnliches. Wie sind auch eure Erfahrungen oder wie habt ihr. Das waren ja Videos, die wir gemacht haben oder vorgeprescht sind mit. Ich muss sagen, ich war am Anfang Gegner dagegen. Ich habe mich da in der Fraktion sehr stark ausgesprochen, das nicht anonym zu machen. Aus der Notwendigkeit heraus, dass wir schnell und möglichst effizient Personal haben wollten. Oder zumindest war es mein Anspruch. Ich bin in der Praxis durchaus positiv von überrascht, wie gut das gelaufen ist. Lag aber auch daran, dass das Arbeitsamt Kiel da sehr stark mitgemacht hat. Mitleid dazwischen. Ja, die haben uns wirklich auch solche Sachen wie die Analysierung übernommen und so weiter. Die haben uns wirklich echt als guter Dienstleister uns gegenüber bewiesen. Das war echt traumhaft, was die machen und immer auch machen für uns. Hat uns viel Arbeit erspart und das hat auch echt ganz gut funktioniert. Gab es nur wenig Reibungsverlust. Aber dennoch hat das Ganze das ja eigentlich mal mindestens einen Monat verzögert. Das ist eigentlich schmerzhaft so einen Monat, muss man ganz ehrlich sagen. Aber im Nachhinein war es das auch wohl wert. Man müsste halt ein vernünftiges Konzept für haben, wie das durchführt. Das würdest du nur für die Fraktionsangestellten machen? Also für Referenten oder auch für andere Positionen? Was? Würdest du anonyme Bewerbungen für alle Positionen machen? Für alle Angestellten? Oder alles, was ihr ausschreibt. Alles, was ihr ausschreibt, so einfach ist das. Aber ihr müsst auch nicht alles ausschreiben übrigens, ne? Ihr müsst nicht ausschreiben. Zum Beispiel unser Fraktionsgeschäftsführer haben wir nicht ausgeschrieben, haben wir gesagt, den wollen wir haben, weil es wäre eine Farce gewesen, hätten wir das ausgeschrieben. Das wäre ein Taucheranzug-Ausschreibung gewesen, das war halt irgendwie dann so pseudomäßig. So. Da waren wir uns alle sechs einig, wen wir haben wollten, das hat gepasst und den haben wir dann einfach eingestellt. Punkt. Und dann das auch so begründet. Das könnt ihr dann auch machen als Fraktion, wenn ihr jemanden da sitzen habt und euch hundertprozentig sicher seid, der ist es, den ihr wollt, ihr haben, dann stellt ihn einfach ein. Punkt. Ja. Es gibt eine Frage im Pad, die dazu auch abzielt. Ist es sinnvoll, Referentenstellen auf Zeit zu vergeben und entsprechend mit neuen anderen, hier steht es Piraten, aber ich finde es irgendwie nicht persönlich, weil es sind Bullshit. Mitglieder sein müssen, zu tauschen. Also erstens bist du, zumindest bei uns in Schleswig-Holstein so, dass wir vom Landesrechnungshof dazu angeraten werden, sowieso nur Zeitverträge befristet auf die Legislaturperiode auszugeben. Auch bei uns in der SPD haben sie teilweise unbefristete Arbeitsverträge in Fraktion. Aber macht Sinn, also die nur befristete Legislaturperiode machen. Und jetzt regelmäßig einen neuen Referenten einzustellen, die jedes Mal für ein Jahr. Gaga, das macht keinen Sinn, das ist kein Bullshit. Du musst in den Prozessen drin sein. So politische Prozesse, so Gesetzesentwürfe und so weiter und so fort. Das sind Prozesse, die sich teilweise Monate hinweg hat
ziehen. Und wenn du da jetzt alles, jedes Jahr irgendwie einen neuen Referenten einstellst, dann ist er total aus diesem Prozess wieder raus und muss sich wieder einarbeiten. Die Einarbeitungsphase ist halt viel zu lange dafür. Und du brauchst halt jemanden, der wirklich konstant und lange an Themen arbeitet und wirklich dranbleibt und da auch den Überblick behält. Und da ist Erfahrung und Kontinuität sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich möchte noch anmerken, es gibt dazu ja noch den Punkt, dass Referenten der Fraktionen sich ja auch unterhalten miteinander bei Themen. Und es ist halt, also es ist immer doof, erstmal hier alle Leute neu kennenzulernen, für jeden, der neu kommt, muss erstmal jeden kennenlernen. Und natürlich auch das Verhältnis Abgeordnete-Referent, das wächst ja auch. Und irgendwann gibt es dann auch Referenten und Abgeordnete, die reden miteinander und sprechen die gleiche Sprache. Also da ist klar, wenn der was sagt, was damit gemeint ist für den Referenten. Ein neuer Referent muss es wieder neu lernen. Ja. Und zwar jedes Mal aufs Neue. Und vor allem, also jetzt, es macht gar keinen Sinn, das zu tauschen. Also ich finde immer dieses ja, Referenten auswechseln, also das müsste man machen, weil ja man auch bei Abgeordneten das Wechseln eigentlich haben möchte. Das ist aber so völliger Bullshit. Nee, total Bullshit halt. Ja, weil Fragen gibt es ja auch nach Ämter, also nach Mandats. Also ich würde sogar tatsächlich sagen, Referenten über Legislaturperiode hinweg wirklich halten. Das ist unglaublich wertvoll, jemanden zu haben, der in den ganzen Prozessen drin ist. Über Jahre. Und übrigens noch, also, das war blöd, wenn ich einen Jahresvertrag habe als Referent bei der Fraktion, ich kriege dann halt einfach bei einer Organisation irgendwie halt einen 5-Jahres-Vertrag angeboten, also bei irgendeiner NGO. Dann gehe ich halt nicht zur Piratenfraktion, sondern gehe halt dahin, wo ich halt irgendwie 5 Jahre einen sicheren Job habe. Das ist halt auch so. Also es ist einfach unverantwortlich, Leuten nur für ein Jahr einen Job zu geben, wenn man es eigentlich auch für 4 oder 5 Jahre tun könnte. Weil wenn ihr feststellt, im ersten halben Jahr der Arbeit, scheiße, wir kommen wir nicht klar, dann gibt es so eine Probezeit, oh mein Gott. Ja, eben. Also es ist ein normaler Arbeitgeber. Es ist ja nicht so, dass dann die Leute nie wieder los wird. Ja, aber wenn, muss man sich halt früh entscheiden dafür, ob man das möchte oder nicht. Also ein halbes Jahr soll eigentlich auch reichen, um sich einander kennenzulernen. Kriegen andere Firmen ja auch hin. Der Punkt ist, es geht ja noch weiter hier, also das, was Kevin gerade angesprochen hat, mit den Abgeordneten, ob die Abgeordneten ein Wählerversprechen, also die Kandidaten abgeben sollten, dass sie nach der halben Legislaturperiode ihr Amt zur Verfügung stellen und für Nachrücker ihr Mandat zur Verfügung stellen, für Nachrücker Platz machen. Stichwort Bürger in das Parlament und Piraten sind keine Pöstchensucher. Da, wenn ihr da noch so eingehen wollt. Also, halte ich auch nichts davon, weil auch eine gewisse Kontinuität auf Abgeordnetenseite halt auch wichtig ist, meiner Meinung nach. Und zweitens haben wir halt auch irgendwie eine Liste gewählt, wo wir die Besten auf Platz 1 gewählt haben. Und auf Platz 11. Ja, Stefan, das ist jetzt ein Scherz. Kann ich aus deiner Sicht verstehen. Nein, aber du hast halt bewusst halt irgendwie da eine Priorisierung reingebracht in so eine Wahlliste, die dann jetzt einfach so durchzutauschen, halte ich für halt irgendwie blöd, weil du sich auch Abgeordneten immer wieder einarbeiten müssen, neue Kontakte suchen müssen und so weiter und so fort. Wie lange habt ihr gebraucht, um in den Job überhaupt reinzufinden? Ist noch gar nicht drin. Ich würde nicht mal sagen, dass wir 100%ig drin sind in diesem Business. Nee, eben. Also ich würde auch sagen, dass ich da noch nicht 100%ig drin bin. Also ich finde die Frage, absurd. Ja, man kann sich in der Partei darüber unterhalten, dass man eine Begrenzung auf zum Beispiel 2 Legislaturperioden macht, finde ich auch sinnvoll. Aber zu sagen, hey, nach der Legislaturperiode oder sogar in der Legislaturperiode wird getauscht, ist eine total hanebüchene Nummer. Also das bringt für niemanden Vorteile, eigentlich nur Nachteile. Also ich finde es nur, als Referent wäre ich ziemlich genervt, wenn plötzlich nach 2 Jahren mein Chef wechselt, weil dann mich das Gleiche wieder gilt. Man muss sich wieder zusammenfinden, man muss sich neu einarbeiten, miteinander sprechen lernen, weil es ist, also klar, wir können uns hier alle wunderbar unterhalten, aber in so einem politischen Alltag, man entwickelt halt schon eine eigene Art von Sprache. Das ist halt immer so, wie wenn ihr einen neuen Kollegen auf dem Arbeitsplatz bekommt. Den müsst ihr erstmal kennenlernen, mit dem müsst ihr lernen, zusammenzuarbeiten, mit dem müsst ihr halt irgendwie einarbeiten und so weiter und so fort. Ganz normal. Guido? Grundsätzlich sehe ich das auch so. Es gibt aber vielleicht eine Situation. Lauter musst du sprechen. Lauter sprechen? Ja, das zählt nicht. Es gibt aber vielleicht Sondersituationen, wo das dann doch einen gewissen Sinn macht. Wir hatten zum Beispiel bei der hessischen Aufstellungsversammlung eine Situation, dass 2 Leute
dieselben Gewichtungsstimmen bekommen haben, exakt dieselben. Und ich glaube, die eine hatte sogar ein höheres Quorum. Auf jeden Fall war es dann so, dann hat es los entschieden. Der andere Kandidat wollte sogar zurückstecken für die Kandidatin. Und dann war es halt so, dass das natürlich aus verfahrenstechnischen Gründen nicht machen konnte. Dann hat es los entschieden. Und wie es halt so will, hat er dann eben den fünften Listenplatz bekommen. So. Und da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass man zusammen das so antritt als Mitarbeiter und als Mandatsträger. Und dann nach 2 Jahren rotiert, das wären noch Möglichkeiten, über die man nachdenkt. Das gemacht, jahrelang im Deutschen Bundestag. Und so in Massen hat es nicht funktioniert, ich weiß. Ja, und auch im Einzelnen, das machen wir heute teilweise noch, und es funktioniert nicht. Das ist noch how it works, zumal, also wenn sie nachher einfach tauschen, also wenn es Person 1 ist Abgeordneter, Person 2 ist erstmal Mitarbeiter, ja. Und dann tauscht man nachher. Der Abgeordnete als Mitarbeiter im Parlament, das ist so, wie die Linken ihre ehemaligen Senatoren entsorgen im Abgeordnetenhaus von Berlin. Als Mitarbeiter. Das ist so, ja, so, das ist halt dann so, der hasst ja sonst nichts. Hm. Also ich dachte halt, es geht um die gemeinsame Arbeit und nicht nur darum, ja, welches Moment, erledigt. Aber warum soll der plötzlich der Abgeordnete, der vorher noch, der vorher einen Referenten braucht zum Arbeiten, plötzlich diese Arbeit können? Also es ist ja so, Referentenarbeit ist halt nicht so eine Arbeit, die ich mal eben mir schnell anlerne. Also habe ich auch ein halbes Jahr für gebraucht. Okay. Ja, das ist also dann so dieses Posten tauschen oder diese also Position tauschen, das ist ganz grober Bullshit. Ich wollte nur sagen, das wäre ein Modell, um darauf Rücksicht zu nehmen, wie denn jetzt tatsächlich die Abstimmungsergebnisse waren. Weil du sagtest, man hat ja nicht ohne Grund die Diskussion so besetzt. Da war ja, halt so eine wirkliche Pattsituation, das Los hat er entschieden. Ja, dann ist es aber auch nicht ohne Grund, man hat nicht das Los entschieden, dass es so ist. Das ist dann auch nicht ohne Grund. Also Entschuldigung, das ist... Reden wir jetzt vom Schicksal oder... Ja. Die waren hätte doch eine Stichwahl machen können. Ja, hätte doch eine Stichwahl machen können. Und noch eine, noch eine, noch eine. Also das ist so. Martin? Ich wollte mal noch was zu der Infrastruktur sagen. Also weil es vorhin hieß, irgendwie so, boah, so schnell wie möglich Leute einstellen. Also bei uns irgendwie als Kommunalfraktion in Frankfurt hat es ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis wir erstmal Räume hatten. Und ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis wir gerafft haben, was da überhaupt abging und richtig arbeiten konnten. Ich habe es mitbekommen, irgendwie anscheinend im Berliner Abgeordnetenhaus, die Verwaltung war dann ein bisschen kooperativer. Also wir haben nach 5 Monaten ein leeres Büro bekommen, irgendwelchen alten Schrottmöbel, die ansonsten nicht mehr gebraucht haben. Und haben dann erstmal angefangen, von null ein Büro einzurichten. Die Liste mit allen Items über 50 Euro, die wir eingekauft haben, ist veröffentlicht auf der Webseite. Also wer das mal braucht, irgendwie Telefone, Switch und Technik vor allem, da steht da alles drauf. Aber das war halt auch erstmal ein Akt. Und dann war es meines Erachtens auch ein sehr guter Move, dass wir eine Steuerberaterin genommen haben, die sich einmal um die Personalangelegenheiten gekümmert hat, also Zahlungen und Lohnsteuer und so ein Kram. Und die zum anderen, der schmeißt mir immer die Rechnung vor die Füße und sie macht da was Schönes draus für das Revisionsamt einmal im Jahr. Mhm. Und dass wir das also nicht auch noch in der Backe haben, ist echt viel wert. Machen wir auch so. Wir überweisen nur die Rechnung. Ja. Genau. Bei uns macht das ein Lohnbüro. Also, kann ich sehr empfehlen. Und es ist auch, also ja. Alles andere ist blanker Wahnsinn. Ja. Also es ist gleich auch von Parlament zu Parlament unterschiedlich. Es gibt natürlich auch Parlamente, wo man einfach nur sagt, hier, der arbeitet jetzt für mich und dann zahlt das Parlament. Nein, das ist der persönliche Mitarbeiter, so jedenfalls. Nicht die Angestellten der Fraktion. Auch Fraktions. Also. Nee, in Frankfurt hätten wir das auch machen lassen können, aber wir machen es lieber selber. Wir wollen auch nicht das städtische Netz haben, weil die da Ports blockieren und abhören und Vorratsdatenspeicherungen machen. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das sind Punkte, da sind alle Landtage irgendwo unterschiedlich. Also ich kann mir schon die Listenkonstruktion vorstellen. Ich glaube, jeder Landtag hat da irgendwo sein eigenes Leben, das sich da organisiert. Da gibt es nicht Schema F bei Landtag. Nein, das will ich auch nicht. Und da müsst ihr halt einfach gucken, wie das bei euch ist, wie das abläuft. Aber wie habt ihr das rausgekriegt? Habt ihr so ein How-To-Guide in die Foto bekommen? Erzähl mal. Try and Arrow? Also wir haben es eigentlich ganz einfach gemacht im Landtag. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben einfach die anderen Fraktionen gefragt. Und ja. Die sind extrem kooperativ, gerade auf der Arbeitsebene. Ja. So solche Sachen wie,
wie ist das denn hier mit Bezahlung halt irgendwie? Wie werden die Referenten so im Landtag bezahlt? Solche Fragen geht es ja los oder. Weil die müssen halt auch irgendwo leicht bezahlt werden in der Fraktion. Das ist auch aber wie sollen wir Leute einstellen, bevor wir zum ersten Mal die anderen gesehen haben, wenn wir die anderen fragen müssen, wie es geht? Wenn du Leute einstellen willst, ist es so, du sagst, ich habe hier eine Stelle, du sammelst mir Werbung ein, ja, und einstellen kannst du sie erst nach der konstituierenden Sitzung. Genau. Vorher kannst du sie eh nicht einstellen, weil vorher gibt es die Fraktion gar nicht. Vorher ist keine Fraktion. Du hast auch keine Mittel vorher. Genau. Und aber die Arbeitsebene, also sich einen Rat zu holen bei anderen Fraktionen, bei solchen simplen organisatorischen Sachen, das ist normal. Also da kann man auch dazu, wo finde ich was? Da helfen dir die anderen Fraktionen wirklich. Und ansonsten ist auch meistens, also zumindest in der Landtagsverwaltung immer sehr freundlich und Auskunft geben, weil es doch ihr verdammter Job, wenn man dich freundlich fragt, gibt auch meistens freundliche Antwort. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Frankfurt aussieht, keine Ahnung. Ja, aber so im Landtag. Die hatten dann keine neuen mehr dann, oder? Also ich muss da, was Stefan ja sagt, also meine Erfahrung, was das angeht, ist auch durchweg positiv. Unsere Landtagsverwaltung ist echt klasse. Und die hat uns echt extrem viel geholfen, in allen Ebenen da reinzukommen. Und zusätzlich haben wir noch einen Landesrechnungshof, der halt auch sehr daran interessiert ist, nicht nur irgendwelche bösen Bescheide am Ende des Jahres zu schreiben, sondern halt proaktiv dazu werden und halt auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, damit es halt alles schön sauber und korrekt läuft. Den fragen wir halt auch regelmäßig bei solchen Sachen. Ihr müsst halt euch auch noch Sachen Gedanken machen, wenn ihr jetzt irgendwie Fraktions-IT kauft und so, dass ihr auf solche Sachen wie Ausschreibungen und sowas achtet, dass ihr das alles korrekt macht. Wir mussten, ja. Ja, ich zum Beispiel nicht. Also das ist so. Es kommt an einer gewissen Summe bei 25.000 Euro darüber, müsst ihr ausschreiben. Ja, also wir müssen das ausschreiben, um es wirklich sicher zu machen. Aber so müssen wir, dann wählt man von den Gewählten zwei Personen aus, die geben was in Landtagsrat und sprechen wir mit denen so, hier, wie müssen wir jetzt anfangen. Da kriegt man eigentlich im Regelfall Auskunft, weil kein Landtagsrat kann sich es leisten, eine neue Fraktion, also ich rede zum Landtag, ich weiß nicht, das ist Kommunalebene, weiß ich, ist es immer bitterer. Kann es sich leisten, irgendwie nachher eine Zeit zu stehen als die Verwaltung, die sich geweigert hat, gewählten Volksvertretern Unterstützung angedeihen zu lassen. Das funktioniert einfach gut. Es gibt drei große Quellen. Du kannst zur Verwaltung gehen, das haben die Berliner gemacht, die haben hier betreffen, jetzt mal kurz alle Referatsleiter und haben sich auch briefen lassen, haben die Saarländer auch gemacht. Ja, du kannst auch zu anderen Fraktionen gehen, die helfen auch sehr gerne. Und natürlich auch, wir haben Piratenfraktionen, die auch sehr geile Hilfe anbieten. Ja, Martin Delius fährt auch gerne mal irgendwo hin und liefert Satzungen ab oder sämtliche Vorlagen von Texten, die man irgendwie mal brauchen könnte in der Verwaltung oder im Orga-Kram. Also wenn man Hilfe haben will, kann man sich die holen. Ist halt bloß. Und dann einfach mal dann auch eingeschissen und vielleicht nicht alles weiß, wenn er irgendwo reingeht. Ja. Also mal nicht einen Piraten rausgehen lassen, sondern mal jemanden, der vielleicht was lernen möchte. Ja, und von immer freundlich und nett sein. Ja. Also wir haben es zum Beispiel gemacht, hat der gerade das gemacht bei uns, unser Fraktionsgeschäft. So. Der ist am Anfang immer komplett durchs Haus gegangen und hat sich über persönlich vorgestellt. Das hat einen riesen, oh mein Gott, hervorgehoben. Das hat es noch nie gegeben, dass irgendjemand sich persönlich bei dem mal vorgestellt hat. Und das kam unglaublich gut an. Seitdem läuft das alles noch einfacher für uns. Es ist gerade so solche Sachen, sich auch menschlich auf einem wirklich ganz normalen menschlichen Ebene mit ihr auseinanderzusetzen. Wir sollten guten Morgen sagen. Guten Morgen zu sagen, solche Sachen, das ist extrem wichtig und das macht das Leben echt einfach, aber das kennen die teilweise gar nicht. Also selbst das guten traurig. Morgen sagen, How-To braucht. Und so traurig es klingt, aber das ist nicht Standard in einem Landtag. Dass die Abgeordneten in der Fraktion guten Morgen sagen, ist nicht üblich. Werden wir jemanden in der Fraktion haben, der morgens unterwegs ist, ist doch die Frage. Kannst du Mahlzeit sagen? Dazu kann ich dir sagen. Ich sag immer guten Morgen. Ihr könnt am Anfang werden einige vielleicht um 12 kommen. Irgendwann sind die halt auch um spätestens 9:30 im Büro. Ja, und dieses Ganze, weil die Referenten haben halt normale Arbeitszeiten. Die sitzen halt nicht bis nachts um 3 da. Ja. Und ihr müsst. Nee. Nee, auch nicht. Aber die werdet euch einfach. Oder wenn ihr irgendwie Informationen von Verwaltung wollt, die machen halt nachmittags irgendwann zu. Ja. Ne? Also, das ist halt. Wir notieren, Herr Urbach ist für Anpassung. Ich bin für normale Arbeitszeiten. Ja, und dieses Ganze, ich fange erst um 13 Uhr an und gehe irgendwann nachts nach Hause, das ist halt auch so Privilegien, auch so zum Galore.
Das war ganz blöd zu sagen. Wenn sie das wollen, sollen sie wieder selbstständig als ITler arbeiten von mir aus, dann können sie das so machen. Aber Entschuldigung, ist halt nicht irgendwie selbstständig arbeiten, sondern ist halt Politik machen. Also das passiert Frau, meistens tagsüber. Meine Erfahrung als Abgeordneter ist, ich kann gar nicht abends so lange da bleiben. Im Zweifelsfall, es gibt halt Tage, wo ich halt irgendwie bis 23, 24 Uhr da sitze. Also muss ich halt einfach früh anfangen, weil sonst sitze ich noch länger da. Das funktioniert auch nicht. Aber das sind halt auch nur Ausnahmefälle. Ja, in Plenarsitzungen, wenn richtig Haushaltsberatung und sowas ist. Wenn man sein Mitarbeiter noch sprechen möchte. Ja, genau, auch das noch. Sollte man halt auch dann tagsüber da sein. Ja. Okay, wir hatten jetzt die Nummer am Wahltag Attacke. Gleich irgendwie gucken, wen man haben kann. Ich komme mal auch zurück, was ist vor dem Wahltag? Wir haben nächste Woche Aufstellungsversammlung. Gibt es Empfehlungen? Kai, ihr wurdet überrannt, ihr hattet 6 Wochen Zeit, auf einmal wart ihr im Parlament. Gibt es Empfehlungen, was man denn zwischen der Aufstellungsversammlung am besten irgendwie machen kann? Wenn Stefan, wenn du sagst, Treffen mit den Kandidaten und Teambuilding hilft nicht, ist nicht, gibt es Ideen, wie man die Zeit nutzen kann bis zur Wahl? Ja, Wahlkampf machen. Okay. Ja, vielen Dank. Ja, ist doch mal, oder? Also wenn ihr wirklich Langeweile habt, dann bereitet ihr solche Sachen wie die Ausschaltungstext oder so schon vor, aber ich glaube, die Zeit werdet ihr nicht haben, Wahlkampf. Ja, auch die kann man sich per E-Mail zuschicken lassen. Also die Ausschreibung machen, ich würde vielleicht schon mal im Vorfeld empfehlen, sich mit dem Verwaltungskram zu beschäftigen. Viele Dinge kann man vorher schon wissen. Für unklar Einschätzung, wie die Fraktionsmittel überkommt und so ein Kram. Ja. Also, wir haben es ja ganz dreist gemacht. Wir haben uns bei den Grünen vorher eingeladen. Ja. Nur gesagt, guten Tag, wir wollen euch mal eure Fraktion angucken. Die waren ein bisschen. Ja, obwohl es heutzutage eigentlich, also mittlerweile, wo wir 4 Landtagsfraktionen haben, wäre es eher. Ja, klar. Also ihr könnt auch jederzeit in Schleswig-Holstein vorbeikommen und euch das mal angucken, wenn ihr wollt. Ich bin auch sicher, auch in Berlin sollte es kein Problem darstellen, wenn ihr vorher anmeldet. Martin? NRW sind die Nächsten. Was vielleicht auch ganz sinnvoll ist, aus eurer Einschätzung, ihr wurdet da jetzt in der Tage gewählt oder Abgeordnetenhaus oder deine Chefs. Wie empfehlenswert wäre es, relativ zeitnah nach den Wahlen einen Landesparteitag zu machen, um über, ich glaube jetzt nicht über eine Koalition, aber über grundlegende Sachen nochmal mit der Basis zu reden? Es ist sehr klug, direkt nach der Wahl einen Parteitag schon mal einzuplanen, weil es solche Fragen geben wird, wie im Zweifelsfall, was mit Regierungsbeteiligung ist und so weiter. Wird dann immer irgendwelche wird Fragen. Wird aber eskalieren, zu warum habt ihr den eingestellt? Wenn ihr das zu dem Zeitpunkt schon gemacht, eine Woche nach der Wahl, werdet ihr das nicht haben. Weil ich mit dem schlafe. Ja. So, das ist auch der Vorteil dieses anderen Bewerbungsverfahren. Diese Argumentation haben wir uns teilweise erzogen dadurch. Das ist auch ein Vorteil, dass ihr was Neutrales ist. Aber ihr solltet auf jeden Fall mal wieder immer irgendwelche Fragen, wenn ihr noch klären habt. Ja, und in Berlin schon das Thema halt zur Debatte. Also das war halt in Berlin so, diese Frage. Selbst wenn das Thema nicht zur Debatte steht, gibt es genug Sachen, die zu klären sind, die man klären könnte und die man ansprechen kann. Was meint ihr, stand in Berlin nicht zur Debatte? Die Regierungsbeteiligung. Das steht für mich auch nicht zur Debatte. Ja. Ja, das kommt ja. Aber in Berlin hat es ja jetzt das kommt vielleicht bald wieder an. Ja, gut, aber die hat auch komisch mit Schleswig-Holstein. Ich, also, tut mir leid, vielleicht gehört das nicht her, aber wie kommen wir darauf, dass wir eine Regierungsbeteiligung irgendwie organisieren sollten? Warum? Bei 2%. Warum wollen wir das? Die sollten sich organisieren. Warum sollten wir das wollen? Aber. Gibt es keinen Grund für. Die Frage muss man sich halt stellen in die Diskussion. Und es gibt halt genug. Gibt's nicht, Punkt. Genau. Fällt aus wegen Bodenmühle. Jetzt? Jetzt sind wir halt einfach. Ja, unheblich, genau. Also, Entschuldigung bitte, ich würde gerne daran arbeiten, sowas aufzulösen. Ja. Also, ich würde gerne daran arbeiten, Koalition gibt es nicht mehr. Punkt. Regierungsbildung funktioniert anders. Ja. Ja, das ist auch gut, aber ich meine, das, was Sie gesagt haben. Ja, deswegen steht das für mich nicht zu Debatte. Deswegen kann man überlegen, nächsten Präsidenten mitzuwählen oder nicht. Whatever, es gibt 1000 Sachen, die so nach einer Wahl zu klären sind. Und das ist Parteitag immer hilfreich. Das. Kann man machen. Ich finde es schadet also, nicht. Wir hatten nicht die Zeit, also von daher. Also ich finde Parteitage für so. Überbewertet. Ja. Nein, also wir hatten halt das Glück, dass wir solche Entscheidungen, wie sollen wir den Bürgermeister mitnehmen oder sowas. Wir haben da halt in Berlin zum Beispiel ein funktionierendes Tool. Also da benutzt ein Tool. Also ich meine, jetzt für den Landesverband Berlin. Aber darüber diskutieren, Nein. Das Tool produziert für den LV Berlin so, wie es ist. Ja. Wenn ihr in Hessen anderes nutzt, nutzt es, aber tut es vor allem. Ja?
dann nehmt ein Tool, das funktioniert, das hat auch mal schneller als 6 Wochen funktioniert. Ja, also das ist halt, glaube ich, das. Und dann kann man auch, muss man nicht dringend einen Parteitag machen. Ich glaube, das ist wirklich davon abhängig, so, ob man funktionierende Zwischenparteitagsmeinungsbildung hat oder nicht. PPH. Ja, Mailinglisten, Demokratie, das sind die guten. Ja. Also ich... Ja, vielleicht auch so eine Frage, wie ihr euch organisiert, auch wenn das jetzt eher lustig wahrscheinlich kommt, habt ihr Mailinglisten oder so, wo man sich beteiligen kann? Oder, also Berlin ist wahrscheinlich recht klar so. Oder Treffen, AGs oder so, wie kann ich mich in die Fraktion... Also sagen wir so, Mailinglisten, E-Mail, ganz schlecht. Mein Postfach wird zugeschüttet mit Scheiß. Könnt nicht von mir erwarten, dass ich irgendwelche Mailingliste, wo täglich irgendwie 500 E-Mails draufkommen und die 5 rausfinde, die für mich wichtig sind. Doesn't work. Das meiste lese ich gar nicht, komme ich gar nicht zu. Also ich habe keinen Bock, mir irgendwie ständig weiß ich was hin und her zu Unterhaltungen durchzulesen. Da habe ich keine Zeit zu. Wenn ihr was vom Abgeordneten wollt, ruft ihn an. Oder schreibt ihm eine, wenn E-Mail, dann eine kurze, verständliche E-Mail, nicht länger als irgendwie 10 Zeilen. 10 Zeilen. Also es sollte echt kurz sein, möglichst Feedback. Und Anliegen beinhalten. Und Anliegen beinhalten, ganz wichtig. Konkrete, verständliche Aufforderung. Whatever, was ihr von ihm wollt. Weil solche Threads zu lesen geht gar nicht, keine Zeit zu, landet bei mir sofort in... Lese ich später. Oder lese ich es nie. Also wir benutzen Mailinglisten bei uns, eine interne oder eine öffentliche Mailingliste, allerdings Schreibrechte nur für Mitglieder der Fraktion. Das ist bei uns genauso. Was die Mails an sich betrifft, ja, da hat Torge soweit recht, aber das handhabt, glaube ich, auch jeder Abgeordnete ein Stück weit anders. Einige lesen zum Beispiel die öffentliche Mailingliste von NRW nicht mehr, soweit ich das weiß. Auf die Idee würde ich nie kommen. Aber das muss halt jeder wissen, wie er das handhabt. Und ja, was auf jeden Fall Fakt ist, die Mails werden durch den Abgeordnetenjob nicht weniger, eher krass mehr. Das heißt, am Ende entscheidet man sich nur dafür, was jetzt hinten runterfällt, weil irgendwas fällt hinten runter. Das ist einfach so. Ja. Ja, und dann ihr. Ja. Also ich habe 3 Mailinglisten abonniert in Schleswig-Holstein. Das sind die 3, die es da gibt. Mhm. Und da sind vielleicht, sagen wir mal... Es gibt ein paar mehr, aber egal. Ja, aber es sind, sagen wir mal, 15 E-Mails, die ich da pro Tag vielleicht bekomme. Oder am Wochenende sind es 5. Also vielleicht habe ich das irgendwie falsch eingestellt. Aber ich verstehe nicht so genau, wie man auf hunderte von E-Mails kommt. Ich habe ein paar mehr Mailinglisten, regionale Mailinglisten und schieß mich tot. Ich bekomme von allen Seiten irgendwie E-Mails rein. Okay. So, und da konzentriere ich mich auf das Wesentliche. Und ja, da ist halt einfach so eine Mailingliste, die heißt bei uns der Diskurs, wo sie halt einfach sich ständig irgendwelche auf Metaebene irgendwelche Argumente an den Kopf werfen. Für mich irrelevant, weil das für mich keinen Mehrwert hat. Ja, genau, die habe ich auch abonniert, aber das sind auch höchstens 15 Mails am Tag. Trotzdem, ja, so 15 ist irrelevant. E-Mails. 15, ne? Also 1,5. Also ja. ich hab aufs Nötigste reduziert in meinem Gmail-Postfach. Ich hab. Hat er gesagt? Ich habe Gmail gesagt, ja, ich bin überzeugter Gmail-Kunde. 1200, 1400, 2000, 2400, 2500, 3000, ja, knapp 3500 ungelesene Mails momentan. Ja, und für welchen Zeitraum? Und ich lese jeden Tag, lass mich nicht lügen, 100, 120 Mails überfliege ich mindestens. Ah, okay. Ihr müsst auch noch dazu sehen, wir lesen nicht nur Mails, die halt irgendwie von Piraten kommen. Wir kriegen auch Mails von der Landtagsverwaltung, aus den Ausschüssen. Wir müssen Drucksachen lesen, ja, und so weiter und so fort. Wir kriegen so einen Stapel pro Tag, was ihr lesen müsst. Ich hab jetzt keine Kritik, ich hatte einfach nur eine sachliche Frage gestellt. Ich habe es aber gut verstanden. Das war gar keine Kritik, es war nur eine sachliche Frage, weil ich einfach selber diese E-Mails-Listen gelesen habe und du hast es mir aber jetzt gut erläutert und auch ergänzt um diese regionalen Listen und über die anderen Sachen. Wie gesagt, das Problem ist halt für mich, dass jetzt aus solchen E-Mail-Mailinglisten rausgeblättert und das für mich wirklich relevant ist. Mhm. Natürlich. Ab und zu schreibe ich da drauf, wenn ich sehe, dass, okay, das ist ein zweites Thema, wo ich mich halt irgendwie mal beteiligen würde. Dann schreibe ich auch was dazu. Aber meistens habe ich halt auch echt nicht die Zeit dafür, um mir das wirklich so rauszufiltern. Ja. Habt ihr irgendwie noch persönliche Mitarbeiter oder so und gucken die für euch irgendwie vielleicht teilweise so in die parteiinterne Kommunikation? Das ist von Landtag zu Landtag unterschiedlich.
In NRW haben sie, glaube ich, kannst du erzählen. Bei uns ist es so, dass wir von Landtagsseite aus einen persönlichen Mitarbeiter zugestanden bekommen, 930 Euro dafür. Ich habe da jemanden, der 10 Stunden für mich arbeitet. Das Schlimme bei uns ist, die dürfen nicht mit dem Landtag arbeiten. Sind dann Regionalmitarbeiter. Das bedeutet, ich kann da relativ wenig mit anfangen. Er sitzt bei sie praktisch bei mir zu Hause und kümmert sich um meine Webseite und so einen Kram, macht solche Sachen. Mhm. Aber ja, hilft dir auch nicht wirklich viel. Du musst die Kommunikation schon irgendwie selbst direkt machen. Also das muss gucken, wie du das selbst für dich am besten ausarbeitest als persönlicher Mitarbeiter. Aber das könnt ihr euch auch. Das bringt auch nicht so richtig viel in die Frage zu beantworten, weil ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie es in Hessen ist. Ja, musst du dann nachlesen im Gesetz. Das müsst ihr nachlesen, wie das bei euch ist. Aber ja, ich habe einen Mitarbeiter, das ist eine volle Stelle und der ist auch gut ausgelastet. Also der hat größtenteils Organisatorisches für mich übernommen. Und ja, macht meine Termine, kümmert sich um meine Termine, macht Kundenflick-Kontakte, kümmert sich darum, dass meine Arbeit ja, transparenter wird, wenn es eben geht. Das ist ein Job, den er hat. Er hat auch noch einen Job, der darauf hinauslaufen soll, tatsächlich Bürgerbeteiligung zu machen. Das läuft auch. Also ja, man kann Leute beschäftigen in so einer Fraktion. Wahrscheinlich zwar, sitzt er dann auch bei dir im Büro, ne? Der sitzt bei mir im Büro, ja, das, was kein Vorteil ist, weil er ein sehr hilfsbereiter Mensch ist, was dazu führt, dass ständig irgendwelche anderen Mitarbeiter bei mir im Büro stehen und Hilfe von ihm wollen. Was? ja, also wie gesagt, das könnt ihr nur für euch selber rausfinden, je nachdem, wie es bei euch geregelt ist. Und man kann eigentlich immer Leute brauchen. Also man kann jedes Budget damit auffüllen mit Mitarbeitern. Also Personal, man muss ganz ehrlich sagen, gerade als Oppositionsfraktion, man kann nicht genug Personal haben. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst so einen kompletten Regierungsapparat kontrollieren. Vier Referenten, das ist praktisch nicht möglich, was wir machen. Das ist höchstens stichprobenartig, was wir da mal machen. Ja, also zum Beispiel in Berlin gibt es einen Oppositionszuschlag. Für Mitarbeiter, also 250.000 im Jahr extra für die Oppositionsfraktion, weil halt die Regierungskoalition hat halt einmal halt ihre, klar auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und da sie die Regierung stellen, im Endeffekt ist die Verwaltung auch, also die können halt auf die Verwaltung zugreifen. Das können wir halt nicht. Deswegen haben wir halt mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als jetzt zum Beispiel die CDU oder die SPD. Und persönliche Mitarbeiter in Berlin ist, glaube ich, eine Viertelstelle pro Abgeordneten. Direkt vom Landtag bezahlt. Können Sie aber Abgeordnete mehr zusammenschließen zu einer GbR und dann das dann halt aufstocken. Also es gibt auch Abgeordnete, die haben zusammen ihre Mitarbeiterinnen eingestellt, die halt, ja, man macht oft meistens Termine, Post und so Sachen für sie erledigt. Also für die erledigt. Das ist so, und auch schon ein sowas wie Termine koordinieren ist halt ein Job, den man eigentlich nicht allein machen möchte. Ja, und man hat als Basis nicht irgendwie den Anspruch, dass so persönliche Mitarbeiter jetzt irgendwie jetzt alles machen, so nach dem Motto. Ja. Also bei uns ist teilweise, ihr habt doch jetzt einen persönlichen Mitarbeiter, also muss ich euch jetzt gar nichts mehr an Informationen geben, weil eure persönlichen Mitarbeiter recherchieren ja alles, so nach dem Motto. Ja, das ist halt, das ist einfach, die Annahme ist halt einfach schon mal schon gespielt. Nur weil die jetzt auch Personal haben, eure Abgeordneten, auch da irgendwie ein bisschen mehr Ressourcen, heißt es halt nicht, dass ihr denen nicht zuarbeiten müsst. Das sind letztlich plötzlich Übermenschen geworden. Ja. Und können auch nicht überall. Außer Kai. Was? Bis jetzt hatten wir in der haben wir über Kommunikation gesprochen und hatten einen gewissen Fokus auf die Partei interne oder die Rückkopplung mit der Basis oder was auch immer. Ganz kurz fehlt eben das Thema Bürgersprechstunden. Wir sind, unsere Mandatsträger sind gewählt von dem tausendfachen zum Teil mehr an Leuten, logischerweise die Parteimitglieder, die sie irgendwo mal aufgestellt haben, je nachdem, wenn man sieht, was Aufstellung ist. Eventuell repräsentieren sie auch noch eine Gebietsbürgerschaft, Gebietskörperschaft, das heißt dort alle Bürger, auch die, die sie nicht gewählt haben. Wie ist das noch zu stemmen? Kurz, Abgeordnete vertreten immer alle Bürgerinnen und Bürger. Das ja, die auch diesen, ja, auch diesen, diesen, nee, also immer alle, auch die, die nicht gewählt haben. Alle. Aber ja, so. Auch das, nur da werden Sie sagen, natürlich, ich habe mein Mandat bekommen von denen und denen, die Meinung haben und deren Interessen vertrete ich.
Das ist ja auch erstmal legitim. Aber wie gesagt, wenn man auch eine Gebietskörperschaft vertritt, wenn man da zum Beispiel direkt gewählt ist, bei uns jetzt weniger, vertritt man da wirklich alle und muss ja auch mit allen anderen Meinungen ausgehen. Nee, da hast du einen Wahlkreis gewonnen und nicht eine touristische Gebietskörperschaft. Das ist auch ganz wichtig, weil sonst würdest du jetzt zum Beispiel einen Landkreis vertreten. Ja. Du bist in einem Wahlkreis gewählt. Ja, obwohl das einige Abgeordnete anders handhaben. Ich weiß. Aber also ich kann jetzt erstmal in Berlin kurz erzählen, wie wir es da machen. Also ein paar Abgeordnete bieten Bürgersprechstunden an. Die sitzen dann da rum und es kommt keiner. Weil, also erstmal, in Berlin ist es halt auch recht einfach, zum Glück irgendwo hinzukommen. Ne? Also wir haben eine super ÖPNV und irgendwie ist es alles halbwegs erreichbar. Ich stelle mir das in einem Flächenland durchaus schwerer vor. Ich weiß aber auch zum Beispiel, es gibt eine Abgeordnete der Linken, die tingelt durch Berlin. Also die hat immer ihre Bürgersprechstunden woanders und kündigt die halt im Vorfeld an. Die klappert halt verschiedene Linken-Büros ab und macht dann da ihre Bürgersprechstunden. Wie ist es mit telefonischen oder Internet-Bürgersprechstunden? Machen wir auch. Dann hätten wir dieses... Machen wir auch. Das wird ja auch nur von Parteimitgliedern, die dann wahrgenommen und das auch sporadisch. Ja, vor allem eine Internet-Sprechstunde ist, die wollen ja eigentlich, also was viele bei den Sprechstunden wollen, das habe ich halt auch wirklich erlebt, ist, eigentlich so ihr persönliches Problem besprechen und das wollen die dann auch dann persönlich machen. Also die wollen dann schon auch, sagen wir mal, diese intimere Atmosphäre haben, jemandem gegenüber zu sitzen. Und das wird gerade, es wird halt vor allem, also habe ich festgestellt, von älteren Menschen genutzt, was ich super finde, dass sie halt dann überhaupt noch die, also eine Chance haben, irgendwie im Diskurs, also am Leben mit dem Abgeordneten teilzunehmen. Wie halt Flächenland, weiß nicht, wie es mit Bürgersprechstunden macht, das kann ich natürlich nicht sagen. Ja, es haben einige schon Wahlkreisbüros, andere haben es nicht. Kriegt der auch Mittel dafür, oder? Bitte? Kriegt der nicht Mittel dafür? Nee, wir haben Mitarbeitermittel. Also wir haben keine expliziten Wahlkreisbüro-Mittel. Okay. Nicht so wie in Bundestagsabgeordneten. Also das Mitarbeiterbudget ist so groß, dass man da auch durchaus das organisieren kann. Bei uns ist natürlich das Problem, NRW ist relativ groß. Hat relativ viele Wahlkreise und wir haben weniger Abgeordnete als Wahlkreise. Da gibt es eine Aufteilung der Wahlkreise, aber das kann ja nicht bedeuten, dass ich dann für ein Wahlkreisbüro zu Wahlkreisbüro, das sowieso nicht eingerichtet ist und nicht finanziert ist, tingle und da sitze, weil das würde am Ende nicht funktionieren. Auch das ist eigentlich eine Aufgabe, die die Basis ein Stück weit übernehmen muss. Also die Basis muss weiterhin meiner Meinung nach der direkte Ansprechpartner für den Bürger sein. Und die Basis kann dann nur eigentlich vermitteln zum Abgeordneten. Wenn konkrete Fälle vorliegen, also das habe ich auch schon gehabt, dass dann irgendwelche Anfragen aus irgendwelchen Regionen kamen zu meinem Thema, dann fährt man da halt hin, wenn da jemand aufgeschlagen ist. Aber ja, es ist ein Nachteil, dass wir so wenige Abgeordnete sind und so wenige Wahlkreisbüros haben, weil natürlich so ein Wahlkreisbüro auch erstmal vorhanden ist, erstmal eine Werbefläche ist und tatsächlich die Möglichkeit bietet für diejenigen, die den Weg des Internets nicht gehen, tatsächlich vor Ort in der geöffneten Tür jemanden anzusprechen. Das lässt sich, glaube ich, auch nicht wegreden, dass das ein Riesenvorteil ist. Aber wie gesagt, es lässt sich halt schwer organisieren. Ja. Okay, ich habe noch Fragen aus Pat, die da vielleicht ein bisschen anschließen. Weniger Abgeordnete, weniger Wahlkreisbüros. Sollte denn eine Fraktion zu allen Anträgen und Anfragen eine Meinung äußern oder eine Stellungnahme abgeben? Vielleicht könnt ihr da irgendwie... Ja, da werden wir mit Sicherheit bald Diskussionen drüber führen über diesen Punkt. Ich weiß nicht, wie es für Schleswig-Holstein aussieht. Ihr habt es ja eigentlich noch schwieriger als wir, weil ihr das gar nicht alles aufarbeiten könnt, was da alles kommt. Und Prioritäten setzen. Ja, also in SH ist es tatsächlich so, dass die wahrscheinlich nicht alles wahrnehmen. Weil sie es auch gar nicht sagen, weil sie die Manpower nicht haben. In NRW geht das einigermaßen. Wir nehmen jeden Redeslot an, den wir bekommen. Die Frage ist aber, muss man das? Und ich glaube eigentlich, dass es nicht so ist, dass man nicht zu jedem. Das wird aber von einem erwartet. Von wem? Das ist von wem, ja genau. Ich glaube nicht, dass man das wirklich machen sollte. Weil vieles dann, glaube ich, auch einfach zu beliebig wird. Also ich kann ja ein bisschen schildern, wir haben es am Anfang wirklich durchgezogen im Plenum, wo wir auch teilweise gesagt haben, nur dazu reden wir jetzt nicht im Plenum. Okay. Da gab es halt, da waren wir tatsächlich von den Medien, Opposition, teilweise auch von Bürgern dafür zerrissen nach dem Motto, wir bilden uns ja keine Meinung, was macht ihr da, arbeitet überhaupt im Parlament? Wir hätten eigentlich faktisch nicht die Ressourcen zu jedem Bescheid, was du sagst. Wir hätten halt irgendwie so bla bla sagen können.
auch nicht zu hören. Also hättest du mal behauptet, das ist nicht gemacht. Also ich bin der Anspruch ist da von Leuten im Plenum zu allen Tagesordnungspunkten irgendwie was zu sagen. Ich glaube, wenn du erklärst, warum du es nicht tust, dann ist es okay. Aber ich glaube, dieses Erklärungsfreie. Wir haben es erklärt. Ja. Wir haben es denn immer wieder erklärt, auch in den Medien. Trotzdem. Dann stellst du dich halt hin, hältst eine Rede und sagst, ich höre hier eine Rede, die genau nichts sagt, weil wir dazu nichts zu sagen haben, weil dieses Thema gerade überhaupt nicht relevant ist und wir es gar nicht leisten können. Aber es also muss halt jeder auch für sich selbst feststellen, wie er es haben möchte. Da gibt es keine Patentrezept. Ja. Also Zwischenfrage. Ganz kurz noch dazu, weil ich glaube, wir führen diese Diskussion schon. Ich finde, es gibt einen sehr schönen Spruch, der lautet, dein Reden sollte besser als dein Schweigen sein. Wenn ich zu allem was sagen muss, dann rede ich manchmal auch Blech, weil ich das einfach auch gar nicht leisten kann, jedes Thema im Einzelnen so zu behandeln, dass ich da wirklich fundiert eine Aussage zu machen kann. Wer soll das schaffen? Also das wenn das solche Themen sind, dann redet ihr vielleicht eine Minute zu und sagt halt einfach mal, was Stand der Dinge ist bei unseren Sachen. Faktisch musst du ja zu solchen Anträgen deine Meinung bilden, weil du halt einfach deine Hand dafür heben musst. Weil du die Hand dafür heben musst, ja. Ja, und da kannst du allein deshalb schon nicht das alles wahrnehmen. Also bei uns werden auch viele Anträge auch ohne Aussprache direkt in den Ausschuss überwiesen, weil wir einfach nicht so viel Zeit haben, das alles im Plenum zu behandeln. Wir sind da halt sehr, sagen wir, der Landtag ist da halt ein bisschen faul, was das angeht, die reden nicht zu allem. Das ist auch ganz gut, weil es gibt halt auch einfach Themen, da musst du halt nicht gerade großartig lange reden. Ich glaube, das ist halt echt eine Geschmacksfrage. Ja. Also der Abgeordneten, die dann nachher entscheiden muss, ob sie reden wollen oder nicht. Ja. Und dann kannst du auch keine Pauschal-Aussage machen. Das ist halt immer die Frage, die man sich stellen muss, ist halt, will man als Abgeordneter keine Rädchen drehen und irgendwie ein bisschen was einstellen? Ja, das kann manchmal sinnvoll sein in eigenen Bereichen. Oder will man einfach mal irgendwie mit einem Baseballschläger in die Maschine reinschlagen und es irgendwie mal kollabieren lassen? Und wenn man sich entscheidet, was man möchte, dann entscheidet man, ob man dann reden möchte oder nicht. Aber das sind so Grundsatzentscheidungen, die halt erstmal getroffen werden müssen, auch von den Leuten, die gewählt sind. Und vielleicht wäre es am besten im Vorfeld getroffen, diese Grundsatzentscheidungen. Aber hast du die Erfahrung noch nicht. Genau, dann hast du aber die Erfahrung noch nicht. Und auch wichtig, glaubt nicht, dass wenn ihr als idealistische Menschen in das Parlament reingeht, dass euch das nicht verändern wird. Und der braucht dann auch die Rückkopplung mit der Basis, die immer wieder ein bisschen zurückholen, ein bisschen erden und auch wieder einholen, wie du schon vorhin gesagt hast. So, hier ist es ein bisschen arg weit weg. Parlament verändert Menschen. Ganz extrem. Und da könnt ihr auch nichts für. Ja, auch dich. Für den läufst du viel gepflegt darum. Ich wollte da nochmal einhaken. Also, es gab jetzt irgendwie drei Interpretationen von der Frage. Also Kai, du hast es bezogen letztlich auf Einladungen irgendwo zu praktischen physischen Veranstalten. Kannst du hier auch wieder tanzen. Dann habt ihr es bezogen auf Reden im Parlament, aber das Dritte, und ich glaube, das ist das Essentielle auch, ist bei den Drucksachen, die man bekommt, die man votieren soll, ob jetzt in Ausschüssen oder woanders, so habe ich die Frage verstanden, soll man zu Dingen, zu denen es noch keine Parteimeinung gibt, keine Beschlüsse, soll man sich da enthalten oder... Bullshit. Wenn ich Volksvertreter bin, gewählt bin dann sind die Leute mit Anspruch an mich herangetragen, dass mit dem Ding halt irgendwie eine Meinung bilde oder auch abstimme zu. Ja. Da kann ich nicht irgendwie Rücksicht nehmen auf die Partei. Das ist mein Job, halt irgendwie das Volk zu vertreten. Ja. So, und dann kann ich nicht sagen, ich habe keinen Parteitagsbeschluss dazu. Ich muss mir eine Meinung dazu bilden. Im schlimmsten Fall halt bei meiner Partei da mal mit auf die Presse, weil sich der Meinung ist oder er versucht, eine Rückkopplung zu machen oder sonst wie. Das sind solche Sachen. Du musst halt in Kontakt mit der Basis sein und halt da auch deine Entscheidung halt irgendwie mit begründen oder es mit einfließen lassen. Und du musst halt zu allem irgendwie, zumindest das, wo du deine Hand für gibst, halt irgendwie eine Meinung zu bilden.
Also de facto, praktisch läuft es halt im Prinzip so ab, wenn ich ein Bildungsthema habe auf der Tagesordnung, dann komme ich da gar nicht zu, mich da wirklich intensiv mit zu beschäftigen, mich da irgendwie irgendwas mit zu machen. Dann gehe ich zu Sven, du Sven, du beschäftigst das hier im Ausschuss, wie habt ihr denn FAK oder im Facharbeitskreis darüber gesprochen? Aha, ihr seid dafür, okay, also bin ich halt auch dafür. Es sei denn, es springt mir halt irgendwie was ins Auge, so wie ein Leistungsschutzrecht, das geht gar nicht. Dann kann es sein, dass ich unterschiedlich... Das ist der Sinn von Fraktionen. Genau, das ist der Sinn von Fraktionen. Und es sei denn, sowas kommt, dann mach ich was an, dann schiebe ich anders ab. Das sind Vorbereitungen. Für mein Teams-Beispiel im Finanzausschuss, ich kriege allein schon so viele Drucksachen, die ganzen Geschäftsberichte, die ich reinbekomme und sowas. Sorry, damit könnte ich 5 Personen beschäftigen am Tag, die das alles durchlesen und wissenschaftlich bewerten. Natürlich landet die Hälfte davon im Spielkopf. Oder ungelesen irgendwo in der Ablage. Weil man es einfach nicht schafft, da das alles durchzuarbeiten. Man muss halt eigentlich Prioritäten setzen in seiner eigenen Arbeit, um sich da auf das Wesentliche und Wichtige zu konzentrieren. So eine Landtagsmaschine kann ich unglaublich krass in diesen Mühlenstein fangen. Nee. Und jetzt mal so von der Referentenseite raus, ich lese auch nicht alles. Also ich habe keine Zeit, alles zu lesen. Also ich habe meine feste Arbeitszeit. Und wenn ich alles lesen und alles bewerten würde, dann könnte ich halt auch einfach mal 80 Stunden arbeiten. Also in der Woche. Er ist Angestellter, ja. Genau, ich bin nämlich Angestellter. Die Abgeordneten müssen aufpassen, dass er nicht zu viel arbeitet. Genau. Und was ich ja mache, ich spreche mit den Abgeordneten drüber, um welche Teile soll ich mich kümmern. Und dann wird es gemacht. Und halt auch, was Torwart erzählt, so, er geht jetzt Fachabgeordneten und fragt so, hier, wie wollen wir da abstimmen. Das ist der Sinn von Fraktionen, das sind kleine Vorparlamente für das große Parlament dann. Und das ist auch, warum manchmal so komische Sachen entstehen, wie dass halt ein Abgeordneter einfach was abstimmt, was er vielleicht so gar nicht möchte, weil er es nicht genau kennt und sich halt den Rat geholt hat, weil er Mitabgeordneter, der vielleicht Fachpolitiker ist, eigentlich im Bereich. Und das ist halt, also, ja, es sind halt Vorparlamente im Endeffekt. Es sind kleine Parlamente vor dem großen Plenum. Und das ist nicht immer gut, ist aber erstmal das Beste, was wir momentan haben. Und ja. Aber man muss ja ganz ehrlich sein, die Sachen, wo wir uns wirklich immer darüber aufregen, sind ja wirklich Gewissensentscheidungen, nenne ich das mal so. Das Leistungsschutzrecht ist für mich so eine Geschichte. Wenn du da irgendwie, das kannst du relativ schnell begreifen, als halbwegs fachkundiger Mensch, siehst du sehr schnell, ob das gut oder schlecht ist. Dazu brauchst du halt nicht irgendwie die stundenlange Analysierung. Wenn das schon im Kern broken ist, dann kannst du es ablehnen. Dann solltest du es auch ablehnen. Aber meistens sind es ja die Detailsachen, die das entscheidende Sachen sind. Und ich habe dann eigentlich die Zeit, mich dann in die Details reinzufuchsen bei allen Sachen. Ich glaube tatsächlich, dass Leistungsschutzrecht ist ja praktisch. Entschuldigung, Redeliste. Ach so, kodiert auch? Nee, dann ist gut. Ich glaube, gerade beim Leistungsschutzrecht ist das Problem, dass sie. Ja, bist du auf der Redeliste jetzt? Das steht nur eine Person drauf, aber er wartet schon lange. Und ja, also ich wollte gerade noch 3 Punkte anmerken. Das eine ist ja, wen vertritt man? Wenn man im Ausschuss ist, dann vertritt man auch Leute, die nicht in seinem Wahlkreis sind. Da sind dann überall alle Bürger. Der Punkt mit den fokussiere ich mich oder lese ich wirklich allen Kram, da hat ja der Michel auch einen Blogbeitrag rausgehauen, dass er sich fokussieren möchte, dass er Piratenthemen verfolgen möchte und nicht in der Lage ist, in einer 80-Stunden-Woche die Drucksachen irgendwie halt ja, zu lesen und auch noch Piratenthemen zu verfolgen. Also eigene Vorlagen zu schreiben, ist halt auch irgendwie die Hauptaufgabe von einem Abgeordneten. Ja. Und dann diese Geschichte mit den Vorparlamenten. Wie arbeitet ihr in der Fraktion? Wie macht ihr Entscheidungsfindung innerhalb der Fraktion? Also in der Theorie werden die Anträge, die kommen auf Ausschüsse ausgeteilt und die Leute, die in den Ausschüssen sitzen, besprechen sich in den AKs und entscheiden das und sagen dann im Prinzip, geben man im Prinzip eine Beschlussempfehlung. Also es lautet nicht bei uns nicht, das ist der Beschluss, sondern das ist eine Beschlussempfehlung, die wird dann alle verteilt und dann tritt es eigentlich mittlerweile so auf, dass wir relativ geschlossen abstimmen auch tatsächlich. Außer es ist dann jemand drin, der dann sagt, nee, Moment, dazu habe ich eine Expertise und ich sehe das anders, ja, dann stimmt der halt anders. Das ist bei uns auch. Wird das noch irgendwie diskutiert? In den Arbeitskreisen wird es diskutiert und wenn es extern diskutiert ist, dann ist was falsch gelaufen, dann
Und zentrale wichtige Sachen halt auch mal eine Fraktionssitzung. Ja. Ja, das sowieso. Und wenn es dann bei den Abstimmungen Probleme gibt, dann wird das eventuell in der Partei diskutiert. Es gab da halt, wie gesagt, auch den Fall des Nichtraucherschutzes, wo unser Fraktionsvorsitzender damals ein Positionspapier hat abstimmen lassen zum Nichtraucherschutz, zum Gesetz, das da kommen sollte. Das ist von der Partei so beschlossen worden. Über das Wie und Wenn und Warum und so sind wir dahingestellt, aber am Ende haben halt Abgeordnete bei uns anders abgestimmt, als die Partei es beschlossen hatte. Mit diesem Positionspapier. Ob jetzt ein Positionspapier ein Parteitagsbeschluss ist, das kann man an der Stelle wieder diskutieren. Es ist abgestimmte Parteimeinung. Ja, aber faktisch war es dann so, dass wir eine Abstimmung auf dem Parteitag hatten und die im Parlament nicht so wiedergegeben wurde. Man könnte jetzt sagen, okay, die Mehrheitsverhältnisse auf dem Parteitag waren dann so wie in der Fraktion. Kann man also argumentieren, aber das führt natürlich dann auch zu Diskussionen im Nachgang. Ansonsten läuft das eigentlich relativ, ja, sag ich mal, zügig durch auch. Also es wird zwar diskutiert, aber vieles läuft zügig durch, weil vieles ist für uns dann tatsächlich Beiwerk, sag ich mal, so Sachen, wo wir sagen, ja, okay, das ist jetzt nicht so wichtig für uns, das geht relativ schnell. Und dann gibt es halt Sachen, die tendieren unser Programm wirklich, da wird dann auch mal länger drüber diskutiert. Das aber, da gibt es keine feste Regel für. Sepp, die PET-Fragen willst du jetzt stellen? Die PET-Frage, ja, okay. Wie viel Prozent der Arbeit aller an Fraktionen Beteiligten, inklusive der Referenten, ist Verwaltung, also der Apparat, und wie viel ist Politik? Ich verstehe diese Frage. Ich verstehe die Frage, sie ist falsch gestellt. Ja. Die Frage ist kaputt. Die Frage ist kaputt. Die Frage ist kaputt. Weil Verwaltung ist Politik und umgekehrt. Also wenn du Politik machst, musst du eine Verwaltung machen. Weil ich ja, aber ich nehme mal an, also es ist. Es geht um den Overhead, der dabei erzeugt wird wahrscheinlich. Also, ja. Das ist auch nicht einfach zu beantworten. Man könnte jetzt sagen, hey, die Referenten machen nur politische Arbeit und die Buchhaltung und Geschäftsführer machen nur Verwaltungsarbeit. Aber so einfach ist es nicht, weil letztendlich bringen die Referenten, leiten ja auch die Anfragen weiter, setzen sich ja dann verwaltungstechnisch mit dem Ausschussvorsitzenden zum Beispiel auseinander. Ich sag mal, das ist aber politische Arbeit letztendlich. Ja, das verschwimmt alles. Aber ich würde mal sagen, wenn die Frage so gemeint war, wie ich sie verstanden habe, würde ich sagen, so 80, 20, sowas. Für was? 80% Verwaltung, 20% Politik. Mann, für Politik doch. Ich könnte die Frage nicht beantworten. Nee, also, ja, also man könnte auch die Frage auch so interpretieren, wie mit wie viel Prozent der Zeit beschäftigen sich mit den Dingen, die einem zukommen, und wie viel Prozent der Zeit nutzt man, um selbst Akzente zu setzen. Ja. Das ist, glaube ich, die interessantere und entscheidende Frage. Und da musst du halt einfach gucken, wie du selbst deine Prioritäten machst. Das ist, glaube ich, falsch, nicht da zu sehr reinzuwühlen und versuchen, den ganzen Input, der wo kommt, zu machen. Man muss sich einfach die Zeit nehmen, einfach selbst zu agieren. Mhm. Und es ist ganz wichtig, dass man sich einfach nicht von diesem Mühlenstein gefangen lässt und halt einfach mal auch sich nicht von dieser hier sich zuspammen lässt mit dem ganzen Scheiß, wobei, und sich halt einfach leben lässt. Wobei man ja auch relativ schnell lernt, was ist denn tatsächlich jetzt ein unwichtiger Antrag. Das kriegt oder man relativ schnell Show, raus. Show-Anträge sind halt gerne, dass man sagt, ja komm hier, da sagt man dann im Parlament, ey, das ist Quatsch, weiter, nächste bitte. Die Filter funktionieren da immer besser, aber es ist halt auch relativ viel Zeug, was einfach, wo du einfach sagst, hey, da beschäftigen wir uns jetzt nicht eingehend mit, weil das ist verbrannte Zeit. Aber nochmal zu der Verwaltungsfrage, das ist tatsächlich doch nochmal deutlich schwieriger, als ich jetzt dachte, weil wir haben ja noch persönliche Mitarbeiter, die beschäftigen sich natürlich mit Verwaltungsarbeit hauptsächlich. Also das mit dem 80-20 nehme ich zurück, ich weiß die Zahlen nicht, ich kenne die Verhältnisse nicht. Das müsste man mal eruieren. Wenn das eine Sache lesen, Verwaltung? Nee. Siehst du, das politisch? Ja, das politisch. Ja, aber er hat schon recht. Das ja, ist, das Verwaltung ist. Das ist die Frage kannst du also nicht Verwaltung beantworten. Also Verwaltung im Land, ja. Wenn es geht, Räume zu mieten, dann ist es natürlich reines Verwalten, aber dann ist es für eine Veranstaltung, dann ist es auch wieder politisch. Ja. Also das geht halt, diese Frage ist kaputt, wie ich schon sagte. Wenn die können auch zusammenfassen, eine Fraktion arbeitet politisch, also sind wir politisch. Oder so. Ich würde einen Vorschlag machen, es gibt jetzt 1, 2, 3 Meldungen noch. Wer jetzt noch eine machen will, bitte jetzt. Ansonsten würde ich eine Pause machen, weil ich glaube, alle sind so ein bisschen... Ich finde auch eine Pause schick. Ich brauche eine Kippe. Ja.
Also auch kurz halten. Beide Seiten. So. Also Leistungsschutzrecht gerade nochmal angesprochen. Ihr habt gesagt, Leistungsschutzrecht gerade nochmal angesprochen. Ihr hattet gesagt, das sei selbstverständlich, dass man das ablehnen würde. Der Torge hatte das gesagt, genau. Das sehe ich ja auch so. Das liegt aber daran, dass ich nun in so einer besonderen Partei bin. Das könnten ja Leute von der CDU zum Beispiel anders sehen. Ja, die sind aber nicht CDU. Ja, ja, jetzt also, kommt es aber... Bei der CDU sind ja die Hohe oder sowas. Jetzt kommt es auch innerhalb von einer Partei, beispielsweise Nichtraucherschutz oder Beispiel Beschneidungsdebatte, öfter mal zu Meinungsverschiedenheiten. Wie verhaltet ihr euch da? Wie ist die Frage nochmal? Also, wir hätten jetzt zum Beispiel einen Parteitagsbeschluss anzubieten, da haben sich mal irgendwie 60% von einem Parteitag für das Verbot von Beschneidungen bei Strafe entschieden und die 40% anderen, die haben sich dagegen entschieden. Wie würdest du dich jetzt... Das hängt tatsächlich davon ab, wie sehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und auseinandersetzen will an der Stelle. Ja. Bei der Beschneidungsdebatte gehöre ich tatsächlich eher zu diesen 40%. Das hatte ich jetzt gar nicht gefragt. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber da hätte ich tatsächlich eine eigene Meinung und hätte tatsächlich auch nach meiner Meinung abgestimmt. Wir können das gerne diskutieren, warum, aber das gehört jetzt, glaube ich, nicht daher. Aber wenn es eine Frage ist, die mich eher so peripher berührt, dann kann ich natürlich die Parteimeinung da. Da gibt es überhaupt keinen Grund, das anders zu handeln. Wichtig ist für mich nur, wenn es eine Parteimeinung gibt, das ist das Elementare für mich. Wenn ich gegen die Parteimeinung stimme, was man durchaus rechtfertigen kann, dann ist es für mich wichtig, dass das nicht einfach aus dem Nichts kommt, dass auf einmal jemand sagt, nö, mache ich nicht im Plenum, sondern dass tatsächlich darüber gesprochen wurde und er seine Position auch darlegt und auch klar darlegen kann, warum stimme ich dagegen. Das heißt, ich muss eine Auseinandersetzung mit dem Thema auch nachweisen, dass ich mich tatsächlich damit beschäftigt habe, warum ich jetzt dagegen stimme. Dann habe ich damit kein Problem. Problem habe ich nur dann, wenn tatsächlich dann bei dieser Bestimmung Luftnummern kommen, also nichts kommt oder einfach die Argumente der anderen Seite, oder jetzt bei Nichtraucherschutz jetzt von den Grünen, einfach so mit rausgeblasen werden, ohne sich mit dem Thema wirklich beschäftigt zu haben. Damit habe ich ein Problem. Aber wie gesagt, wenn jemand das klar argumentieren kann, warum, habe ich dann überhaupt kein Problem. Auf welcher Plattform soll diese Argumentation zu finden sein? Oder wie macht Kanal deiner Wahl. Blogpost. Wie macht ihr das? Ist das noch nie vorgekommen bei euch? Rede im Plenum? Das ist jetzt vorgekommen, das wünsche ich mir dann aber entweder im Arbeitskreis oder in der Fraktionssitzung, dass das klar gesagt wird. Also nicht öffentlich. Das ist beides öffentlich. Nein, ich frage jetzt Leute, die nicht bei euch im Landtag sind, sondern die in der Partei sind und sagen, komisch, wir haben es doch anders beschlossen, warum hast du das gemacht, wo kann der das nachlesen, wie kann der das sehen? Guter Punkt. Also gibt ja Vorschlag, hast du dich an der Mailinglisten-Diskussion dazu beteiligt? Oder? Also das beste Mittel, was da benutzt wurde, waren bislang Blogbeiträge. Ich wollte eigentlich fragen, wie ihr es macht, aber anscheinend ist es noch nicht vorgekommen. Nee, das ist tatsächlich nicht gelöst, weil wir erstmal blauäugig davon ausgegangen sind, wenn eine Parteimeinung vorhanden ist, stimmen wir alle dafür. Aber das ist natürlich am Ende nicht wirklich so. Es gibt dann Punkte, wo es anders ist. Das fängt schon ganz einfach bei so einfachen Sachen an. Auch in einer persönlichen Zusammenarbeit in einer Fraktion ist es extrem frustrierend, wenn jemand irgendwie so, Anführungsstrichen, aus schlechten Gründen ausschert und so und sich halt ein bisschen Kopf ist, warum machst du das denn so? Und deswegen sollte man sich auch vorher austauschen, damit auch beide Seiten verstehen, was der andere macht, ansonsten kommt es zu Konflikten. Aber um das trotzdem noch kurz zu beantworten, sowohl der Arbeitskreis als auch die Fraktion sind gestreamt, aufgezeichnet und sind später verfügbar dann. Das heißt, im Idealfall ist das dokumentiert. Also Friede, wenn es ein Satz ist, sagt jetzt. Ja, die DG Wahlen hatte mal einen Abgeordnetenkodex vorgeschlagen, der leider nicht angenommen wurde, einen vorgeschlagenen Abgeordnetenkodex. Da gab es noch die Lösung, dass man mindestens einmal pro Jahr sich vor der Aufstellung, vor der man auch gewählt wurde, mal rechtfertigt für seine Entscheidung oder zu einem Grunde, wie auch immer, soll ein Tribunal sein, aber dass man das auch nochmal tatsächlich bringt jetzt so. Aber es ist, also Entschuldigung, wir kennen doch unsere Piraten, es eskaliert zu einem Tribunal. Das ist doch immer so. Ja, aber... Vielleicht fürchten ja manche das und überlegen sich dann zweimal. Aber spannend, Piratenfraktion Berlin macht bei Parteitagen immer Aussprache mit der Fraktion. Den Punkt. Das funktioniert sogar spannenderweise sehr, sehr
freundlich, muss ich sagen. Also ist, was für meinen Landesverband sehr ungewöhnlich ist. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja, du hast recht. Ja, absolut. Weiter geht's. Nochmal wieder. Ja. Ich habe das eine Anmerkung. Also das funktioniert vielleicht bei ein paar Sachen, aber ich meine, allein wir haben jeden Monat 150 Drucksachen. Und so nach einem Jahr, über welche von den 1500 willst du dann reden? Also über die, die kontrovers waren, ja, im Gegensatz zu den veröffentlichten Parteimalen. Das ist ja nicht so. Ich finde das übrigens gar nicht schlecht, wenn man das damit verbindet, daraus eine Parteiposition hinterher festzulegen oder was weiterzuarbeiten, ja, an der Stelle. Ja. Ich habe kein Problem damit. Aber dann kommt es in die Masse, die Martin angesprochen, ja, hat. Das mache ich. Ich hab kein Problem damit, mich dann vor so eine Versammlung zu stellen, weil, wie gesagt, wenn ich einer anderen Meinung bin, dann vertrete ich die auch und vertrete ich die auch gegenüber jedem, das ist kein Ding. Allerdings die Anmerkung dazu, vielleicht überlegen Sie sich das dann nochmal anders, die fand ich jetzt sehr grenzwertig, weil letztendlich ist es ein freies Mandat. Gerne, aber ich wollte eigentlich auch was anderes raus, und zwar, wir haben nur eine halbe Stelle in der Fraktion für IT, und ja, wir haben eben ein Votensystem entwickelt, das das Parlamentsinformationssystem ausliest, eine Datenbank reinschmeißt und jeder von uns drei Fraktionären, bei euch dann vielleicht die in dem Arbeitskreis oder so, kann im Browser zu jedem Punkt Ja, Nein, Enthaltung, Verwaltungsverfahren, sonst was abstimmen. Das heißt also, wir in den Fraktionssitzungen reden wir dann nur noch über die Dinge, wo sowieso nicht schon Konsens besteht. Die Voten von jedem Einzelnen zu jedem Punkt sind dokumentiert. Als nächstes wollen wir ein Open-Data-Portal aufmachen, wo die Rohdaten einfach rausgeschmissen werden, weil das weniger aufwendig ist, als die jetzt noch schön darzustellen. Das wäre so der erste Schritt. Und das ist eigentlich man kann das auch kommentieren. Also es ist eine wunderbare Sache, um die Voten von jedem Einzelnen transparent darzustellen und auch zu veröffentlichen. Das Problem ist momentan tatsächlich, dass wir nur diese halbe IT-Stelle haben. Das Ganze ist natürlich Open Source, aber das kann man jetzt nicht in eine ZIP-Datei packen und sagen, verwendet es in Darmstadt und in Saarland und Hessen und sonst wo. Es müsste also weiterentwickelt werden. Da hatte ich mal gehört, dass die Landtagsfraktionen Mittel haben für politische Meinungsbildung, wo auch sechsstellige Beträge drin sind, wo man auch mal richtig jemand bezahlen könnte dafür, dass man das weiterentwickelt, auch eine Source macht und andere Schnittstellen. Die haben wir. Das war in Berlin. Ne? Kann ich nicht zu sagen. Ganz kurz dazu, auch wenn das wieder so ein blödes Tool ist, wo dann wieder gleich alle die Hände über den Kopf schlagen. Redmine. haben wir auch. Da werden wir Ähnliches machen. Das heißt, wir arbeiten momentan an den Umlaufbeschlüssen, dass die dann transparent werden und veröffentlicht werden automatisch. Und mein Mitarbeiter sitzt unter anderem mit daran, die Parlamentsvorbereitung zu machen, auch im Redmine. Das heißt, momentan ist es so, wir bekommen halt wir stimmen das im Prinzip in der Fraktionssitzung ab. Das wird mitgeschrieben und jemand, TM, macht dann letztendlich fürs Plenum eine Beschlussempfehlung, listet alles auf, was drin vorkommt und was die Beschlussempfehlung in der Fraktionssitzung war. Und danach stimmen wir dann normalerweise ab, es sei denn, wie gesagt, wir sehen das anders und dann stimmen wir wieder anders ab. Und das wollen wir komplett digitalisiert haben, sodass wir im Prinzip diese Beschlussempfehlung dann in der Hardware haben und auch direkt abstimmen können, sodass es auch direkt veröffentlicht wird danach. So haben wir das in Zukunft vor. Bei euch ist es auch Redmine oder was hattest du jetzt? Nee, wir haben Redmine als Ticketsystem für die fraktionsinterne Aber eine Frage nicht, ob es Geld gibt für solche Projekte. Gut, darf ich die jetzt endlich beantworten? Ja. Ich weiß, dass mal darüber gesprochen wird. Es gibt Fraktionen, die für Werkverträge und solche Sachen Gelder in Funkstrichen haben. Bei uns ist ein relativ kleiner Betrag dafür. Vierstellig, glaube ich, nur. Bei den Berlinern ist es ein bisschen größer und es gab mal Gespräche und Überlegungen dazu, ob man das gemeinsam irgendwie
solche Projekte angeht, zum Beispiel das NRW, in Anführungsstrichen, die jetzt recht viel Kohle haben, nicht einfach mal so ein Open Source Ding halt einfach. Oder die Landespartei? Die Landespartei und die Fraktion. Zusammen mit deiner Privatperson. NRW! Zusammen mit deiner Privatperson, also mein Freund. Nein, jetzt lass es mir ausgehen. Also, ja, es gab Überlegungen, dass auch für Fraktionen halt irgendwie mal so das organisiert wird, dass da Open Source Geschichten programmiert werden. De facto ist dann ein bisschen die noch was draus geworden. Wie viel Input bekommt ihr denn von der Basis? Also sagen die mal vielleicht, hier könnt ihr nicht mal den Antrag stellen, was haltet ihr davon? Oder? Das hat man vorhin schon gesagt. Ich bin bei jedem Input, der kommt mit, hier mach mal diesen Antrag glücklich, ja. Wenn er denn mal kommen würde. Immer her damit. Können wir jetzt eine Pause machen? Vorne Kippe. Ja. Ja, über was wollen wir nach der Pause reden? Wollen wir das dann besprechen? Das haben wir tatsächlich heute Morgen alle schon bearbeitet. Ich war nicht da. Das war ein einzelner. Gefahren. Ja, ja. Ein separates Wort, deswegen haben wir jetzt relativ vernutzt geguckt an der Stelle. Okay, warte mal. Eigentlich haben wir mal das privat erzählen. Wir sind vorne. Habt ihr denn Lust, dass wir noch so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde einfach eine offene Fragerunde machen? Können wir gerne machen, wenn mich jemand zum Bahnhof fährt. Genau, dann habe ich. Also, wenn ich jetzt zum Bahnhof fährt, gerne. Mit welcher Bahnhof? Ich fahre euch zum Bahnhof. Hauptbahnhof. Ich fahre euch hin. Ausgezeichnet. Ich wollte mit der Bahn sein, wenn man länger, schneller, kann man auch eine Autofahrt. Das ist richtig. Steigt die hier nicht. Ich fahre halbe Stunde gerade.